schön, dass du da bist. Ja. Ja, vielen Dank. Meine erste Frage, können Sie mich verstehen? Ja. Gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute in Paderborn zu sein, zum ersten Mal in meinem Leben in Paderborn. Ich hoffe, morgen noch ein bisschen hier von der Stadt sehen zu können. Bin sehr gespannt. Ich befinde mich gerade auf Lesetour, eigentlich schon seit einigen Monaten. Das Buch Das Zeitalter der Idiotie ist im Oktober letzten Jahres erschienen und seitdem tingle ich von Zeit zu Zeit durch alle Winkel der Republik, von Görlitz bis Aachen, von Wismar bis Paderborn, das passt gerade geografisch, und auch in den Großstädten, in den Kleinstädten, entlang der polnisch-tschechischen Grenze. Und was mir dabei auffällt, ist, dass wir A, in einer zerrissenen Republik leben, im wahrsten Sinne des Wortes, politisch-kulturell. Die Wahlergebnisse von Sonntag haben das ja auch nochmal bestätigt. Und B, dass es eine große Unzufriedenheit gibt in der Republik, angesichts der innenpolitischen, aber auch der zunehmend der außenpolitischen Verhältnisse, die ja auch eine Belastung für die Innenpolitik werden. Als ich im Sommer letzten Jahres das Buch geschrieben habe und den Titel wählte, hatte ich anfangs Bedenken oder Zweifel, ob das nicht ein bisschen zu hart klingt, das Zeitalter der Idiotie. Inzwischen habe ich den Eindruck, der Titel ist noch zu milde gewählt, angesichts der Gemengelage, deren Zeugen wir jetzt geworden sind oder noch werden. Und der Titel ist, wie Europa seine Zukunft verspielt. Und auch das ist von beklemmender Aktualität. Wir erleben ja auch gerade, heute ist Herr Zelensky zu Besuch in Deutschland. Ich hatte heute Morgen in Berlin Schwierigkeiten, die Stadt zu verlassen, weil alle Züge auf Friedrichstraßen wurden, die Fahrgäste rausgeschmissen. Und die Züge in Richtung Düsseldorf, den ich auch nehmen wollte, um hierher zu kommen, wurden erstmal ausgesetzt, hatte eine Stunde Verspätung. Und es gab viel Unmut bei den wartenden Fahrgästen sozusagen. Auch gegenüber Herrn Zelensky, dann hat durchaus Berlin auch Erfahrung mit Staatsbesuchen. Und selbst wenn US-Präsidenten kommen, wird nicht so ein Aufwand betrieben. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie kam ich zu dem Titel? Wer hat mich inspiriert? Das erklärt sich aus dem Vorwort. Ich würde Ihnen gerne ein paar Auszüge aus einigen Kapiteln lesen. Natürlich nicht das ganze Buch, lesen können Sie selbst. Aber es soll eine Inspiration natürlich für Sie sein. Und später beantworte ich gerne Ihre Fragen und wir können gerne auch diskutieren. Ich habe die Erfahrung, dass heutzutage viel Gesprächsbedarf besteht. Und Sie können mich auch alles fragen, was Sie möchten und bezüglich des Buches. Sie finden hier drin Reportagen aus allen Teilen der Welt. Ich hatte das große Glück, in den letzten 10, 11 Jahren die gesamte Welt zu bereisen. Ich war auf allen Kontinenten. Und der rote Faden meiner Reisen war, das wurde mir erst später bewusst, der schwindende Einfluss Europas in der Welt, der im völligen Gegensatz steht zu dem Verhalten und dem Gebaren der Politiker in Berlin, die sich ja als moralische Großmacht inszenieren, beziehungsweise als moralische Supermacht. Und das steht in völliger Opposition zur Weltlage. Ich beginne mit einem Auszug aus dem Vorwort. Unter einer Idiotie versteht man umgangssprachlich ein dummes Verhalten, eine Idee, die nicht durchdacht wurde und negative Konsequenzen nach sich zieht. Die Idee zum Beispiel, Russland ruinieren zu wollen, wie sie die amtierende Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland zu Beginn der westlichen Sanktionspolitik gegenüber Moskau formulierte, um zunächst nur bei diesem einen Beispiel zu bleiben, steht stellvertretend für den idiotischen Zeitgeist, um den es in diesem Buch geht. Kurze Zwischenfrage, halt das zu sehr oder ist das in Ordnung? Okay. Das Zeitalter der Idiotie ist sicherlich ein gewagter Titel für ein Buch, welches als Momentaufnahme zu verstehen ist. Es ist aber der nicht ganz abwegige Schluss beim Blick auf die weltpolitische Lage und die innenpolitische Verfasstheit der westlichen Gesellschaften im Allgemeinen und die der europäischen im Besonderen. Wir werden scheinbar von Idioten regiert, die Geschicke des Landes nicht mit Vernunft gestaltet. Diese Titelwahl wurde inspiriert von einem Interview, welches ich mit Peter Schöller-Thur anlässlich seines 90. und letzten Geburtstages geführt habe. Das war am 9. März 2014. Dieser Chronist eines Zeitalters sagte damals, wir leben in einem Zeitalter der Massenverblödung, besonders der medialen Massenverblödung. Und weiter meinte er, und das gab dem Interview eine beklemmende Aktualität,
Wenn Sie sich einmal anschauen, wie einseitig die hiesigen Medien von Taz bis Welt über die Ereignisse in der Ukraine berichten, dann kann man wirklich von einer Desinformation im großen Stil sprechen, flankiert von den technischen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. Dann kann man nur feststellen, die Globalisierung hat in der Medienwelt zu einer betrüblichen Provinzialisierung geführt. Auf die Frage, halten Sie diese Entwicklung für gefährlich, antwortete der Bestsellerautor, ja, vor allem für die EU. Ich frage mich, was sich die Europäische Union von einer Annäherung der Ukraine erhofft. In Brüssel sollte man sich besser, wenn überhaupt, auf eine Konzentration und Konsolidierung ausrichten, statt die Ausweitung nach Osten voranzutreiben. Schon mit der Aufnahme Rumäniens und Bulgariens haben sich die Kommissäre in Brüssel übernommen. Käme nun noch die Republik von Kiew hinzu, wovon die Tataren die Wurzeln des heutigen Russlands gelegt wurden, dann würde das aufgeblähte Territorium der EU bis rund 300 Kilometer an jenes Schlachtfeld heranrücken, das unter dem Namen Stalingrad berühmt und berüchtigt wurde. Haben die Deutschen jedes Gespür für die Tragik der eigenen Geschichte verloren? Soweit Peter Scholl-Latour im Frühjahr 2014. In den vergangenen Jahren habe ich mir oft die Frage gestellt, nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch im Rahmen von Vorträgen und Lesungen, wie hätte er wohl die gegenwärtige Entwicklung kommentiert, die er einst so recht anschaulich prognostiziert hatte. Europa ist heute von schwelenden und offenen geopolitischen Konflikten umrundet. Von Nordafrika über den Nahen und Mittleren Osten, den Westbalkan, den Südkaukasus und natürlich der Ukraine. Dazu die wachsende Konfrontation mit Russland und zur Volksrepublik China. Brüssel hat die Chance verspielt, als Kontinent des Ausgleichs und der Stabilität zu wirken. Während die USA auf Konfrontation zu China gingen, hätte sich Brüssel, aber nicht nur dabei, als eigenständiger Akteur positionieren können und müssen. Das unterblieb. Eine nüchterne Analyse fand nicht statt, obwohl in den vergangenen 20 Jahren seit der Proklamation des Krieges gegen den Terror deutlich geworden ist, dass mit der Politik der USA weder der Terror besiegt, noch Leuchttürme der Demokratie errichtet wurden. Auch wurde die Welt nicht westlicher oder demokratischer. Stattdessen vermehrten sich die gescheiterten Staaten Failed States. Das Modell des Westens wurde und wird immer unattraktiver und inzwischen selbst in seinen Kernländern von den eigenen Bürgern zunehmend in Frage gestellt. Es besteht zudem kein Zweifel, dass seit Beginn des Bürgerkrieges in der Ukraine 2014, insbesondere aber seit dem Februar 2022, in den etablierten Medien des Westens eine Einseitigkeit vorherrscht, welche vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen ist. Ein Kommentar beispielsweise wie den von Georg Restle zur Verantwortung in der EU zur Ukraine-Krise, den er 2014 im WDR sprach, würde unter den heute herrschenden Verhältnissen kein Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausstrahlen. Restle hatte darin nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine zu einem Waffenstillstand ermahnt. Sicherlich kann man zu der Überzeugung gelangen, dass die hiesige Berichterstattung über den Ukraine-Krieg zweckdienlich und wertegeleitet sei. Allerdings sollte man laut fragen, zu welchem Zweck, mit welchen Werten? Wem das alles verworren vorkommt, ja nahezu undurchsichtig ist, sei etwa auf Aussage des einstigen Präsidenten des UN-Sicherheitsrates Kishore Mabuhati aufmerksam gemacht, der damals von einem einzigartigen Ökosystem in den USA sprach, welches die besten Geheimdienste und die besten Tageszeitungen der Welt umfasse. Dieser renommierte Politologe und Diplomat aus Singapur meinte damit Medien wie die New York Times oder die Washington Post, aus denen überall in der Welt viel zitiert wird. Der US-Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald fand dafür den Begriff CIA-Stenografie. Die Geheimdienste haben die Wege der Kommunikation infiltriert, so Greenwald. Schon vor geraumer Zeit haben die ehemaligen CIA-Mitarbeiter John R. Stockwell und Frank Snapp in Büchern enthüllt, wie sie einst Journalisten in führenden US-Medien anwarben oder und systematisch desinformierten.
Dazu ist der Klassiker von Stockwell, In Search of Enemies, a CIA-Story, also auf der Suche nach Feinden, eine CIA-Geschichte zu empfehlen. Ein Buch, welches nach meiner Kenntnis nie ins Deutsche übersetzt wurde, aber die darin geschilderten Mechanismen dürften inzwischen auch bei uns praktiziert werden. Man muss in diesem Zusammenhang aber keineswegs davon ausgehen, dass der Journalismus in der westlichen Welt jetzt flächendeckend von Geheimdiensten unterwandert sei. Viele Journalistinnen und Journalisten agieren und arbeiten selbstbestimmt, selbstständig und selbstbewusst. Sie sind überzeugt davon, dass die Haltung, die sie einnehmen und vertreten, die richtige sei, selbst wenn diese offensichtlich den Interessen des Staates und der politischen Macht dient, die sie doch angeblich kritisch hinterfragen sollen. Ersetzen wir den Begriff Haltung durch Gesinnung. So scheint eine Aussage von Sabina Lietzmann, sie lebte von 1919 bis 1995, der ehemaligen Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in New York City, zuzutreffen, auch wenn diese bereits vor Jahrzehnten formuliert wurde. Lietzmann formulierte damals: Den Gesinnungsjournalismus bezeichne ich auch als Mülljournalismus, nach dem Motto, wir wühlen einfach so lange im Müll der anderen, bis wir etwas Verwertbares finden. Ich betrachte diese Art von Journalismus neben der Werbung und der Statistik als die dritte legal betriebene Variante der großen gesellschaftlichen Lügen unserer Zeit. Sie ist jedoch auch die gefährlichste, weil Gesinnungsjournalismus zu einem Machtinstrument geworden ist. In der Tat, wenn Journalisten darum eifern, die blödsinnigen, leichtfertigen und gefährlichen Äußerungen der höchsten Diplomaten der Republik zu verteidigen, anstatt kritisch nachzufragen, dann wird dieses Machtinstrument sichtbar. Der Soziologe Neil Postman stellte 1985 die Frage, ob es in der künftig immer weiter fortgetriebenen Spaßgesellschaft überhaupt noch rationale, politische oder gesellschaftliche Auseinandersetzung geben werde. Im Schlusswort seines Buches »Wir amüsieren uns zu Tode – Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie« warf Postman allerdings die Frage auf, ob wir die Schreckensvisionen, die George Orwell in 1984 darstellte, nicht schon eingeholt hätten oder ob wir eher in der Brave New World lebten, also in der schönen neuen Welt, die Aldous Huxley vorhersah. George Orwell fürchtete den Staat, der als großer Bruder Bücher verbrenne und mit einem Wahrheitsministerium die Wahrheit unterdrücke. Aldous Huxley dagegen beschrieb die schöne neue Welt, in der die Menschen mit Fühlfilmen und Zentrifugalbrummball die Zeit totschlagen. Eine Gesellschaft, in der das Bücherlesen nicht verboten werden muss, weil sie freiwillig keine Bücher mehr liest. Weiter heißt es, an Huxley und nicht an Orwell sollten wir uns deshalb halten, wenn wir verstehen wollen, auf welche Weise das Fernsehen und andere Bildformen die Grundlage der Demokratie, nämlich die Informationsfreiheit, bedrohen. Und Postman fragte in seinem Buch, wer ist bereit, sich gegen den Ansturm der Zerstreuungen aufzulehnen? Bei wem führen wir Klage, wann? Und in welchem Tonfall, wenn sich der ernsthafte Diskurs in Gekicher auflöse? Welche Gegenmittel soll man einer Kultur verschreiben, die von Gelächter aufgezehrt wird? Ja, das ist eine wichtige Frage, die in diesem Buch natürlich nur indirekt beantwortet werden soll. Aber basierend auf meinen Reisen, welche mich in den vergangenen Jahren an die entferntesten Schauplätze der Welt geführt haben, auf 5 Kontinenten, flankiert von Beobachtungen und Begegnungen, versuche ich zu erläutern, weshalb wir in diesem Zeitalter der Idiotie leben, vor allem aber, weshalb wir aus diesem wieder herauskommen müssen. So ein Auszug aus dem Vorwort meines Buches. Manche dieser Zeilen, die ich dort formuliert habe oder zitiert habe, klingen heute vielleicht noch aktueller als vor einiger Zeit. Postman ist ja schon seit 2003 nicht mehr am Leben. Es wäre spannend gewesen zu sehen, wie er heute angesichts des Internetzeitalters und der Smartphone-Hysterie oder Instagram, wo die ständige Bilderflut, die Informationsflut uns ständig heimholt, sich geäußert hätte. Aber es lohnt sich, diese Bücher, die ich zitiert habe, vielleicht mal zu lesen. Man versteht eigentlich, was mit uns, mit unseren Gesellschaften passiert ist in den letzten Jahrzehnten.
Ich möchte Ihnen gerne einen Auszug aus dem Kapitel Kasachstan, die Welt trifft sich in Astana, vorlesen. Da war ich ungefähr heute vor einem Jahr. In Astana, der Hauptstadt Kasachstans, der neuen Hauptstadt Kasachstans, fand damals ein Treffen statt, ein internationales Forum, das sogenannte Astana-Forum. Und ich war ein Journalist, der für die Berliner Zeitung dort berichtete. Und das Interessante dabei war, neben der Reise selbst, dass ich weit und breit der einzige deutsche Journalist war. Das war deshalb interessant, weil meine Reise eine Woche vor dem Besuch des Bundespräsidenten in Kasachstan stattfand und eine Woche nachdem die Raffinerie in Schwedt an der Oder ein Abkommen mit Kasachstan geschlossen hatte, dass Öl von dort in die Raffinerie gepumpt wird. Sie wissen ja, Schwedt an der Oder ist ein Raffineriestandpunkt in Brandenburg, mit dem auch die Hauptstadt Berlin, auch der Flughafen versorgt wird und die zu DDR-Zeiten gebaut wurde als Endpunkt der Drusch bei der Freundschaftspipeline, die damals die Sowjetunion und die Staaten des Realsozialismus verbindete, bis in die Bundesrepublik und eine günstige Energieversorgung garantierte. Ich lese ihm ein paar Auszüge vor. Kasachstan, Juni 2023. Die Welt trifft sich in Astana. Das Taxi rollt vom Hotel in Richtung Zentrum der Hauptstadt. An meinem Auge gleiten Neubauten vorbei. Architektonisch mitunter sehr interessant, großzügig angelegt die Straßen, von Blumenrabatten und Alleebäumen gesäumt. Die kasachische Hauptstadt Astana heißt übersetzt Stadt. Früher hieß sie Akmola und zwischen 2019 und 2022 Nur Sultan, benannt nach dem ehemaligen Präsidenten Nur Sultan Nazarbayev, der seit dem Ende der Sowjetunion die Fäden der Macht in Kasachstan in der Hand hielt. Meine Fahrt geht zum Batyrek-Turm, einem der Wahrzeichen der mit 1,3 Millionen Einwohnern zweitgrößten Stadt des Landes. Hier gelten Gebäude bereits als historisch, wenn sie älter als 30 Jahre sind und also noch aus der Sowjetzeit stammen. Der Aussichtsturm ist noch nicht historisch, er wurde 1997 errichtet, als die damalige Regierung von Almaty nach Astana umzog. Der Fahrer erkundigt sich nach meiner Herkunft und beginnt von Berlin zu schwärmen, von Paris, ja von Europa überhaupt, dem Kontinent, den der französische Lyriker Paul Valéry als Kap Asiens bezeichnete. Die schönen Bilder von Europa wurden mit Berichten von Kasachen gezeichnet, die schon in der Welt herumgekommen sind. Diese aber werden auch selbstbewusst ins Verhältnis zur eigenen Heimat gesetzt und nähren das begründete Gefühl, dass das mittelasiatische Kasachstan mit 2,7 Millionen Quadratkilometern der größte Binnenstaat der Welt ein Riese sei, der nun aus einem langen Schlaf erwacht sei. Ganz kurz als Einführung, Indien ist ungefähr 3 Millionen Quadratkilometer groß, die Bundesrepublik 358.000, also Kasachstan ist von der Fläche Indien minus Bundesrepublik. Aktuell wird Astana, es ist Anfang Juni 2023, von einer Hitzewelle heimgesucht. Ich genieße die Kühle, die mich im Besucherraum des Batyrek-Turms umfängt. Die modernen Klimaanlagen leisten Beachtliches. Dieser Turm, in unmittelbarer Nähe des Regierungsviertels gelegen, dient auch als architektonischer Beweis für die Zugehörigkeit Kasachstans zur riesigen turksprachigen Sprachfamilie, die sich vom Mittelmeer bei Bodrum bis in den Westen der Volksrepublik China erstreckt. Ein Großteil der Einwohner in Kasachstan bedient sich jedoch des Russischen, beim Einkauf wie beim Behördengang, im Alltag und zu Hause sowieso. Kasachstan war 7 Jahrzehnte Sowjetrepublik. Die Horrormeldungen in westlichen Medien über Sprachkonflikte im Land entpuppen sich vor Ort als eine Art Fata Morgana. Kasachstan ist ein Vielvölkerstaat, in dem Russen neben Kasachen, Tataren neben Deutschen leben, die sich untereinander überwiegend in der Sprache Putins, Tolstois, Solochows, Stalins verständigen. Im unteren Bereich des Turms werden Artefakte aus der nomadischen Vergangenheit Kasachstans ausgestellt. Sie wirken neben all dem Marmor und den vergoldeten Türen ein wenig deplatziert, erinnern aber an die eigene Vergangenheit. Der Fahrstuhl transportiert mich rasch nach oben auf die Aussichtsplattform, von der man weit über die Grenzen der Stadt hinausblicken kann, in jene endlose
baumlose Steppe, die sich vom Kaspischen Meer bis nach Sibirien erstreckt, in deren Mitte Astana liegt. Ganz so trostlos wie häufig beschrieben, erscheint die Steppe aber nicht, zumindest beim Blick von hier oben. Bei der Errichtung der neuen Kapitale wurden im Umland reichlich Bäume gepflanzt. Ein grüner Gürtel umschließt sie seitdem lückenlos. Was mag Nursultan Nazarbayev in den 1990er Jahren bewogen haben, die Hauptstadt um fast 1500 Kilometer in diese damalige Einöde im Norden des Landes zu verlegen? War es eine Demonstration gegenüber Russland? Ein Reflex auf eine Forderung des nationalistischen Schriftstellers Alexander Solzhenitsyn, Russland müsse seinen asiatischen Unterleib zurückerlangen, womit er die nordkasachische Steppenregion meinte? Oder war es eher die Furcht vor der Sogkraft der Volksrepublik China, in deren unmittelbarer Nachbarschaft Almaty, also die alte Hauptstadt, liegt? Vielleicht plante Nazarbayev, der bis zum Untergang der Sowjetunion Generalsekretär des ZK der KP Kasachstans und zuvor dessen Ministerpräsident gewesen ist, eine Neuerfindung der Nation und auch seiner Person. Die Hauptstadt hieß, wie schon erwähnt, für einige Jahre so wie er selbst. In 97 Metern Höhe befindet sich die Plattform symbolisch für das Jahr des Regierungsumzuges, nämlich 1997. Hier gibt es auch einen Abdruck, Alakan genannt, der rechten Hand vom Präsident Nazarbayev. Der ist vergoldet. Und wenn man seine Hand in die Ausformung legt, ertönt die Nationalhymne. Die wollen viele hören, deshalb bildet sich dort immer eine Schlange. Soweit ein Auszug aus dem Kasachstan-Kapitel. Auf der Konferenz habe ich dann, wie gesagt, interessante Erfahrungen gemacht. Ich war ein bisschen im Stress, ich musste Interviews führen, Gesprächspartner suchen. Unter anderem lernte ich eine sympathische junge Dame von 32 Jahren kennen, die amtierende Ministerin für natürliche Ressourcen, Erdgas und Umwelt. Genau meine richtige Ansprechpartnerin. Ich führte mit ihr ein Interview, das Sie heute noch in der Berliner Zeitung finden können. Und die junge Dame sagte mir, das heißt, ich musste ihr eine Frage stellen, die mir ein bisschen peinlich war, denn in Berlin, Robert Habeck in seinem Ministerium, galt damals die große Sorge, dass das kasachische Öl mit russischem Öl verunreinigt sein könnte, wenn es bis nach Schwedt an die Oder gelangt. Und ich stellte etwas zurückhaltend der Ministerin diese Frage und sie schaute mich erstaunt an und sagte, naja, wissen Sie, das geht ja 5000 Kilometer durch russisches Territorium, durch eine russische Pipeline. In diesem Zusammenhang verstehe ich Ihre Frage nicht. Und sie hatte natürlich völlig recht. Ich habe sie auch nicht verstanden, aber ich habe sie halt gestellt. Und danach fragte sie mich, ich hatte das Mikro schon ausgeschaltet, da stellte sie mir eine Frage, die mir so oder so ähnlich in den letzten Jahren überall auf der Welt in etwas unterschiedlichen Variationen immer wieder gestellt wurde, nämlich die Frage, was ist eigentlich bei euch in Deutschland los? Und diese Frage bezieht sich dann meistens auf die politische Klasse oder die Ausstrahlungskraft der Republik, denn in vielerlei Variation versteht man dieses Auftreten unserer Repräsentanten nicht. In Kasachstan sagte man mir, ihr habt euch in beide Kniescheiben geschossen und tut so, als ob ihr springen könntet. Als Beispiel mit der Energieversorgung. Und was eigentlich logisch ist oder gesunder Menschenverstand, wird hier als Putin verstehen oder Russland verstehen, geschmälert oder geschmäht. Und ja, das ist also auch ein Erlebnis, das ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe, diese Frage nach dem Zustand unseres Landes. Ein Land, das viele Menschen, besonders in Asien, aber nicht nur dort, lange Zeit mit Stabilität, mit Qualität, mit Vertrautheit, aber auch mit anderen Sachen in Verbindung brachten, aber nicht mit solchen merkwürdigen Ereignissen, wie wir sie heute beobachten. Ich hatte Ihnen zu Beginn geschildert, dass in diesem Buch 10 Jahre meiner Reisen sind, begonnen 2014. Als ich 2014 mit diesen Reisen begann, konnte ich natürlich nicht ahnen, dass ich Zeuge einer Welt werde, die sich immer weiter zuspitzt, die immer weiter zerfällt, die auch immer gefährlicher wird. Im Sommer 2014, also vor 10 Jahren, befand ich mich auf einer langen Bahnreise von Peking nach Moskau auf 9000 Kilometern Entfernung. Wenn Sie von hier, von Paderborn, 9000 Kilometer nach Westen schlagen, kommen Sie in Chicago an. Also so weit ist die Entfernung zwischen Peking und Moskau im Vergleich. Und es war eine 3-wöchige Reise. Ich bin natürlich nicht nur im Abteil gesessen, sondern
an verschiedenen Orten in China, in der Mongolei, im Osten, Fernosten Russlands ausgestiegen und hatte mich dann ein wenig umgeschaut. Und eine Stadt, wenn man die transmongolische Eisenbahn nimmt, das ist nicht die transsibirische, die in Wladiwostok beginnt, sondern in Ulaanbaatar, in der mongolischen Hauptstadt, oder eigentlich in der Stadt Erlian, so nennen sie die Chinesen, Erenhot, sagen die Mongolen. Sie ist die Stadt an der mongolisch-chinesischen Grenze oder genauer an der Grenze der Volksrepublik China zur Mongolei. Und das ist ein Ort, waren Sie schon mal dort, einer von Ihnen vielleicht? Der ist unglaublich spannend. Ich bin nachts aus Peking losgefahren und habe morgens die Jalousie meines Abteils hochgezogen und ich dachte, ich bin auf dem Mars oder auf dem Mond. Denn ich war in einer völlig fremden Landschaft, das war die Wüste Gobi, der gelbe Sand, aus dem uralte Bäume wuchsen. Und wir kamen nach Erlian, so sagen die Chinesen, Erenhot, die Mongolen. Und die Stadt gilt weltweit als die Geburtsstätte der Dinosaurier, weil dort die ersten Dinosauriergebeine gefunden worden sind. Und im offiziellen China hat man auch manchmal einen Geschmack, der nicht jedermanns Geschmack ist. Wenn man in die Stadt reinfährt, kommt man auf riesige Dinosaurierstatuen, aus grauem Granit gebaut, sodass man das Gefühl hat, man ist in einem anderen Planeten gelandet. Und das war ein sehr spannendes Erlebnis. Noch spannender ist dann der Übertritt von China in die Mongolei. Aber das ist nur eine Nebenepisode. Einige Tage später hatten wir die Mongolei verlassen und fuhren nach Russland. Man kommt dann nach Bojazien, die Republik Bojazien. Die Bojaten sind eine mongolische Ethnie, die in Russland leben, als gleichberechtigte Bürger. Und deren Hauptstadt heißt Ulan-Ude. Ulan-Ude, die rote Ude, Ude ist der Fluss. Und sie gilt als die fernöstlichste Stadt Russlands und auch Hauptstadt des Schamanismus und des Buddhismus. Und dort schildere ich Ihnen einige Eindrücke aus dem Sommer 2014. Ein 5 Meter hoher Leninkopf aus Granit beherrscht den Sowjetskaja-Platz im Zentrum von Ulan-Ude, Hauptstadt der Republik Bojazien an der Grenze zur Mongolei. Die Schöpfer der Plastik, in diesem Fall handelte es sich um Vater und Sohn, scheinen nicht sonderlich begabt zu sein. Lenin schaut nicht nur düster von seinem Sockel, wie auch andernorts üblich. Bei näherer Betrachtung meint man, in ein schmerzverzerrtes Antlitz zu schauen. Die Skulptur war für die Weltausstellung 1971 in Ottawa vorgesehen und sollte den Pavillon der UdSSR schmücken. Den wollte dann aber keiner, weshalb er nach Ulan-Ude in den fernen Osten der damaligen Sowjetunion verbannt wurde. Nein, wir zertrümmern hier keine Lenin-Denkmäler, wie es aktuell in der Ukraine geschieht, reagiert Nina auf meine vorsichtige Kritik am Kunstwerk. Die Skulptur passt doch wunderbar hier nach Ulan-Ude. Und nun kommt die Pointe. In Bojazien wurden schon immer die abgeschlagenen Köpfe unserer besiegten Feinde öffentlich zur Schau gestellt. Nina arbeitet als Stadtführerin für das Berliner Unternehmen Lernidee-Reisen. Gerade führt sie eine Gruppe deutschsprachiger Touristen, die per Bahn aus der Mongolei angereist sind, durch die Stadt. Wie steht es denn heute um die Lenins Popularität? Die Umfrage eines Moskauer TV-Senders ergab, dass die Hälfte der jungen Russen mit dem Namen Lenin nicht viel anzufangen wissen. Das ist doch Leonardo DiCaprio, sagten einige der Umfrageteilnehmer, als ihnen das Bild des sowjetischen Staatsgründers gezeigt wurde. Das ist das Bild, ich weiß nicht, ob Sie erkennen können, das ist dieser Leninkopf in Ulan-Ude. Die Umfrage eines Moskauer TV, also Entschuldigung, das habe ich schon gelesen. Hinter Lenin steht das Regierungsgebäude der Republik Bojazien, über dem die russische und die bojatische Flagge wehen. Die Republik Bojazien reicht bis an den Baikalsee und ist etwa so groß wie die Bundesrepublik. Das Gebiet ist arm an Menschen, weniger als 1 Million Einwohner, aber reich an Bodenschätzen. In den Bergen wird Gold abgebaut, entlang der mongolischen Grenze Wolfram gewonnen, Kohle, Kupfer und Blei liegen im Boden verborgen. Neben den Rohstoffvorkommen ist die Rückkehr der Bojaten zu ihrer religiösen und kulturellen Wurzeln das Fundament, auf dem die Souveränität der Republik basiert. 1990 erklärte Bojazien neben Tatarstan und Jakutien die Unabhängigkeit. Das Land genießt innerhalb der Russischen Föderation einen vergleichbaren Status wie die überwiegend muslimischen Verwaltungseinheiten des Nordkaukasus oder wie Tatarstan an der Wolga. Leicht abfallend zur Altstadt beginnt die Fußgängerzone, die ebenfalls nach dem Gründer der Sowjetunion benannt ist.
Man durchquert den wiedererbauten Triumphbogen, der einst zum Besuch von Zar Nikolaus II. Im Jahr 1891 errichtet wurde. Damals hieß die Stadt noch Werchneudinsk. Sie wurde erst 1934 in Ulan-Ude umgetauft, benannt nach dem Fluss der Uda, an dem die Stadt liegt. Ulan-Ude bedeutet Rote Uder. In der Innenstadt reiht sich Geschäft an Geschäft, Passanten schlendern durch die mit Blumenrabatten versehene Fußgängerzone. Westliche Modeketten sind präsent, ebenso Geschäfte, die sich auf den Verkauf lokaler Produkte spezialisiert haben. Rund 400.000 Einwohner zählt die Stadt heute, die zwischen Hügeln gelegen, mit interessanter Architektur und vielen Grünanlagen gefallen kann. Wir fühlen uns hier ganz wohl, erklärt Katja, die gerade als Mitglied einer Hochzeitsgesellschaft zusammen mit ihren Freunden auf das Brautpaar wartet. Katja, eine bildschöne 27-jährige Studentin, gehört zum Volk der Evenken, einer der indigenen Völker Sibiriens. Ihr Freundeskreis ist ethnisch gemischt. Er besteht aus Russen, Boyaten, Koreanern, Ukrainern und Armeniern. Nein, es gibt hier keine Spannungen zwischen den Völkern. Nicht in meiner Generation, bekräftigt sie mit Nachdruck. Wir bekommen ja auch nichts mit von den Spannungen bei euch in Europa, den Konflikt des Westens mit Russland um die Ukraine. Das ist alles so weit weg. Wir blicken hier auf Ulaanbaatar, auf Peking und Tokio. Das sind Städte, die viel näher liegen als Moskau. Die russische Hauptstadt ist mehrere Tagesreisen und Zeitzonen entfernt, gibt sie lachend zu bedenken. Ulan-Ude ist auch ein Zentrum des Buddhismus und Schamanismus. Der Schamanismus wurde zu Sowjetzeiten als Relikt der Vergangenheit angesehen. Zum einen übten die Priester keine geregelte Tätigkeit aus und man fürchtete deren gefährlichen Einfluss auf ihre Umgebung. Trotzdem blieb der Schamanismus im Volksglauben der Boyaten am Leben. Im Juni 1992 fand auf Initiative boyatischer Schamanen erstmals wieder eine Pilgerfahrt auf die als heilig geltende Insel Olchon statt. Sie befindet sich im 140 Kilometer westlich von Ulan-Ude gelegenen Baikalsee. Unter den 13 nördlichen Beschützern, die von den Schamanen angebetet werden, ist Olchon der Gebieter des Baikalsees und der Herrscher der Berge an dessen Ufern. Bei den Boyaten, das muss man in diesem Kontext wissen, handelt es sich um eine mongolische Ethnie, die vielfältige Beziehungen zu den Völkern der südlich gelegenen Mongolei unterhält. Der Buddhismus verbindet beide Ethnien. Wie auch in der Mongolei wird in Boyazien die lamaische Variante des Buddhismus praktiziert. Diese Region Russlands wird von westlichen Berichterstattungen weitgehend ausgespart. Arkadi, ein junger Reporter der Lokalzeitung, weist darauf hin, dass man in Moskau eine Neuaufteilung Sibiriens bis zum Pazifik vorgenommen habe. Die östlichste große Verwaltungseinheit reiche nunmehr vom Baikalsee bis zum Pazifik. Wie viele Menschen dort leben, ist nur unzulänglich ermittelt. Etwa 7 bis 9 Millionen, erklärt der Journalist. Inzwischen habe sich aber so etwas wie ein besonderes sibirisches Lebensgefühl entwickelt, was hier in Boyazien auch ethnisch definiert ist. In den 90er Jahren kam hier fast alles zum Stillstand. Der Abbau der Rohstoffe, die Versorgung, die Verschleuderung des damaligen Volkseigentums zu Spottpreisen. Dadurch wurden Mafiosi begünstigt und raffgierige Spekulanten. So wurde die westliche Idealvorstellung von freier Marktwirtschaft hier bei uns vollzogen, erzählt der Journalist. Wenn Sie begreifen möchten, warum Putin so populär ist, dann schauen Sie sich heute in Ulan-Ude um. Er hat damals diesen Saustall ausgemistet. In der Fußgängerzone haben einige chinesische Händler Stände errichtet. Es handelt sich überwiegend um junge Leute, die aus der nahen Volksrepublik angereist sind. Ein kleiner Mann, der seine langen Haare zum Pferdeschwanz gebunden hat, schaut überall gebieterisch nach dem Rechten. Arkadi bestätigt, dass die Anzahl der Chinesen sich in Grenzen hält. Aber in der Bevölkerung russisch-europäischen Ursprungs gehe der Spruch um, heute ist es ein gelber Tropfen, morgen ist es das gelbe Meer. Arkadi beobachtet mit großem Interesse die Vertiefung der Beziehung der Boyaten zu ihren mongolischen Nachbarn. Die Ureinwohner, die durch die Russen bis an die Ufer des Arktischen Ozeans kolonisiert wurden, gehören überwiegend der weit verzweigten mongolischen Völkerfamilie an, der nach Überquerung der Beringstraße durch ihre Ahnen die sogenannten Indianerstämme des gesamten amerikanischen Kontinents zugerechnet werden. Am Ende der Straße erhebt sich die Kathedrale der Gottesmutter Hogitria, eine der schönsten Barockkirchen Ostsibiriens.
Auch die slawische Bevölkerung hat zu ihren religiösen Wurzeln zurückgefunden. Soweit der Auszug aus Ulan-Ude. Als ich das 2014 geschrieben habe, ist mir erst später aufgefallen, was mir die jungen Leute erzählten, die auf die Hochzeitsgesellschaft bzw. auf die Braut warteten. Ukraine, das ist doch bei euch in Europa. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, weil selbst in Russland, das ja überwiegend ein asiatischer Staat ist von der Fläche, wird dieser Konflikt als ein europäischer angesehen. Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, machte diese Erfahrung, als er im Februar 2023 im Auftrag des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, nicht offiziell, aber inoffiziell im Auftrag Washingtons, nach Lateinamerika reiste und dort in Brasilien, Argentinien und Chile die Staatsoberhäupter dazu bittete, ihre russischen Waffenbestände rauszurücken, um sie der Ukraine zu geben. Und Olaf Scholz war wirklich konsterniert, denn er konnte gar nicht verstehen, dass die Empfehlung, auf Geheiß Washingtons zu kommen, in dieser Region nicht unbedingt eine Visitenkarte darstellt. Und er kehrte unverrichtete Dinge zurück. Das ist eine Erfahrung, die viele unserer Spitzenpolitiker machen. Auch Frau Baerbock machte sie schon bei ihren Reisen nach Asien oder auch nach Brasilien, wo ihre Amtskollegen oftmals keine Zeit hatten und haben, wenn sie eintrifft oder mit anderen Sachen beschäftigt sind, dass man nicht als Europäer oder Deutscher im Auftrag Washingtons agieren sollte, weil die Amerikaner können in ihrem eigenen Auftrag agieren, dazu sind sie mächtig genug. Und wenn Europäer keine eigene geopolitische Vorstellung haben, was sie sind und welche Interessen sie vertreten, brauchen sie das nicht zu tun. Das ist auch ein Eindruck, den sie in den letzten Jahren bei den Reisen um die Welt gewinnen konnten, dass in Europa inzwischen keine Vorstellung mehr herrscht, zumindest in den Amtsstuben und Instituten, wie es um die Zukunft und die Gegenwart unseres Kontinents bestellt ist. Dazu möchte ich Ihnen einen Auszug vorlesen aus dem Schlusswort. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Das sind übrigens die jungen Leute aus Ulan-Ude, die Hochzeitsgesellschaft, die junge Dame, die mir sagte, das ist doch bei euch in Europa, der Ukraine-Konflikt. Wissen Sie, erklärte 2016 die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bei einer Spendenaktion in New York, man kann die Hälfte von Trumps Anhängern in das stecken, was ich den Korb der Bedauernswerten nenne. Sie seien rassistisch, sexistisch, homophob, fremdenfeindlich, islamophob und Trump habe sie emporgehoben, also bestehende Ressentiments geschürt. Mit anderen Worten, die Bedauernswerten wurden von der Demokraten Clinton nicht nur durch den Kakao gezogen, ihnen wurde auch noch empfohlen, ihn zu trinken, indem man eben sie, Hillary Clinton, wähle. Was für eine Moral. Als Hillary Clinton, Außenministerin der USA, 2011 vom Lynchmord an Libyens Gaddafi und der widerlichen Schändung seines Leichnams erfuhr, grinste sie nicht nur anzüglich und unangemessen in die Kamera, sie paraphrasierte auch noch Caesars Veni, Vidi, Vici, triumphalistisch. We came, we saw, he died. Wir kamen, wir sahen, er starb. Das war wenig diplomatisch, es war auch menschlich höchst unanständig. Wenig später wurde Hillary Clinton von einem Reporter auf Fox News dazu befragt, etwa, ob sie ihren Auftritt bei der Gala bedauern würde. Kein Kommentar, lautete ihre gefühllose Antwort. Angesichts dieser Höhe der moralischen Messlatte des politischen Establishments in Washington musste sich die Welt beispielsweise auch nicht darüber wundern, dass bei der folgenden Präsidentenwahl eine Mehrheit in den USA nicht nur für die Pest, sondern auch für die Cholera votierte. Wie schaut es bei uns in den EU- und den NATO-Staaten diesbezüglich aus? Ist die Moral höher, die Demokratie reifer, die Zivilisation besser? Frankreichs Präsident Macron erklärte 2017, dass er bezüglich der Durchsetzung seiner Reformen weder von den Faulenzern noch den Zynikern noch den Extremen zurückweichen werde. Jahre später, während der Pandemie, wünschte er Ungeimpften die Bürgerrechte abzusprechen. Zu einer bescheidenen Ehrenrettung des französischen Präsidenten sei allerdings darauf hingewiesen, dass er auch gegenüber seinesgleichen ausfällig werden kann. So bezeichnete er die NATO als Hirntod und den polnischen Premierminister Morawiecki als rechtsradikalen Antisemiten, was vielleicht nicht ganz falsch ist. Ich will nicht sagen, dass er ehrte, aber ich darf es sagen, ich bin ja nur ein Journalist, kein Staatsoberhaupt.
Oder nehmen wir Olaf Scholz. Bei einer Veranstaltung in München verlor er angesichts der berechtigten Unmutsbekundungen im Publikum die Kontenance. Die Kriegsgegner reckten ihm Friedenstauben entgegen, womit sie ihre Ablehnung deutscher Waffenlieferungen in die Ukraine bekundeten. Scholz nannte die gefiederten Tiere und deren Träger wütend gefallene Engel, die aus der Hölle kämen. 1982 hatte derselbe Scholz, damals stellvertretender Bundesvorsitzender Jusos, die Überwindung der kapitalistischen Ökonomie gefordert und die aggressiv imperialistische NATO attackiert. Hat er vergessen? Inzwischen ist seine Amnesie gerichtsnotorisch. An die Gespräche mit einem Hamburger Banker wegen illegaler Finanztransaktionen kann er sich auch nicht mehr erinnern. Was geht also in einem Kanzler vor, der religiöse Rhetorik für die Rechtfertigung eines Stellvertreterkrieges in Osteuropa nutzt? Fragte darauf das im Westend Verlag erscheinende Overton Magazine. Statt auf Fakten greift man auf Metaphern und Bilder zurück, die viele tausend Jahre alt sind. Es ist natürlich möglich, dass ein Spitzenpolitiker wie Olaf Scholz, der sich gern von gekauften Journalisten handzahme Fragen stellen lässt, in Rage geraten kann, wenn er, wie in München geschehen, mit einer Menschenmenge konfrontiert ist, die insofern keine Minderheit darstellt, sondern eine Position vertritt, welche die Meinung der berühmten schweigenden Mehrheit darstellt. Grenzen werden nicht mit Gewalt verschoben, brüllte Scholz in die aufgewachte Runde. Wo würden wir da enden? Ja, Herr Bundeskanzler, wo würden wir da enden? Etwa auf dem Balkan, dort, wo einmal ein Staat existierte, der Jugoslawien hieß, an dessen völkerrechtswidriger Zerschlagung waren die NATO und die Bundeswehr unter einer SPD-geführten Regierung beteiligt. Oder im Südkaukasus, wo Aserbaidschan von Scholz als wichtiger Partner von wachsender Bedeutung gelobhudelt, die Grenzen gegenüber Armenien in seinem Sinne verschiebt, ohne dabei von Berlin oder Brüssel gebremst oder ernsthaft ermahnt zu werden. Scholz bedient sich einer Rhetorik, die eher an einen religiösen Fanatiker oder Teleprediger aus den USA als an einen sozialdemokratischen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erinnern. Während eines Besuchs in Südamerika Ende Januar 2023 wurde Scholz mit den Folgen der abnehmenden geopolitischen Bedeutung Europas konfrontiert. Ihm gelang es einfach nicht, das verdächtige Odeur eines Washingtoner Stellvertreters abzustreifen. In der Überzeugung, die in den westlichen NATO-Staaten gesponnenen Narrative ließen sich überall verbreiten, bekam Europas Staatsmann Scholz vom argentinischen Präsidenten, dem damaligen wohlgemerkt, Alberto Fernandez eine Abfuhr erteilt. Ich will nicht über Entscheidungen urteilen, die andere Länder treffen, sagte Fernandez schmallippig in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Kanzler. Argentinien und Lateinamerika denken aber nicht daran, Waffen an die Ukraine oder irgendein anderes Land in einen Konflikt zu schicken. Fernandez sprach pro domo. Auch Chile, Brasilien und andere Staaten Südamerikas gaben laut Medienberichten der Bitte der USA nicht nach, alte russische Waffen für die Ukraine zu spenden. Der Bundeskanzler war allerdings auch in eigener deutscher Sache zum Blitzbesuch in die Region aufgebrochen. Er wollte wirtschaftlich die negativen Folgen der Sanktionspolitik für die Bundesrepublik abfedern. Vor allem aber treibt ihn um, dass die Großkonflikte mit Russland und China ihren Tribut fordern. Das bisher aus Russland importierte Erdgas muss ersetzt werden und Berlin sucht nach Alternativen. Soweit ein Auszug aus dem Schlusswort. Ich würde Ihnen gerne noch was vorlesen und dann können wir gerne in die Diskussion gehen und ich beantworte gerne Ihre Fragen. Aber eine Sache würde ich Ihnen gerne vorlesen. In einer Umfrage des Medienkonzerns CBS äußerten 2/3 der befragten Amerikaner, die US-Demokratie sei bedroht. Festzustellen ist hierbei, dass sich ein tiefsitzendes Misstrauen breit gemacht hat, nicht nur bei den Anhängern von Donald Trump, welches das Vertrauen in demokratische Institutionen nachhaltig untergräbt. Eine weitere Umfrage, welche von der Washington Post in Auftrag gegeben wurde, lieferte Konkretes und Beunruhigendes. Nur noch 54% der Befragten gaben an, stolz auf die US-Demokratie zu sein. 2002 waren es noch 90%. Das ist insofern ein bemerkenswerter Niedergang, da die These von der demokratischen Führungsmacht der westlichen Welt, welche unmittelbar nach dem 11. September 2001
noch von einer großen Mehrheit der Amerikaner geteilt wurde, ja von jener Shining City on the Hill, der leuchtenden Stadt auf dem Hügel, die Amerika angeblich in der Welt darstellen würde, inzwischen von wachsenden Selbstzweifel und erlöschenden Sendungsbewusstsein ersetzt wird. Die dramatischen Verschiebungen im Stimmungsbild der Amerikaner wurden natürlich nicht erst durch den Sturm auf das Kapitol verursacht, sondern sind das Ergebnis von sozialen Entwicklungen, die schon seit Jahrzehnten in Gange sind. Ja, seit Jahren sinkt in den USA die Lebenserwartung, flankiert von einer Explosion der Kriminalität. 1992 schrieb ein junger Mann, der 3 Jahre später 168 seiner Landsleute ermorden sollte, in einem Artikel in einer Kleinstadtzeitung: Der amerikanische Traum der Mittelklasse ist vollständig verschwunden. An seine Stelle sind Menschen getreten, die nur darum kämpfen, die Lebensmittel für die nächste Woche kaufen zu können. Und der Himmel möge verhindern, dass der Wagen kaputt geht. Politiker untergraben den amerikanischen Traum noch weiter, indem sie Gesetze verabschieden, die eine rasche Reparatur dieses Wagens bringen. In Wirklichkeit aber wollen sie nur ihre Wiederwahl sichern. Dieser Autor war Timothy McVeigh. Sagt Ihnen der Name noch was, Timothy McVeigh? Das war der junge Mann, der damals das Oklahoma-Building in die Luft gejagt hat mit 168 Toten. Und er wurde dann wenig später auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. McVeigh entfaltete vor seiner Tat nach der Rückkehr von den Schlachtfeldern des Persischen Golfs, denn er war einer dieser vielen amerikanischen Soldaten, die mit 19 Jahren in die fernen Krisenherde gingen, eine rege publizistische Aktivität in Form von kleinen Artikeln und Leserbriefen. Das Internet war damals noch kein Massenmedium. Seine Zeit als Soldat während des Golfkrieges, eine Epoche, in der die USA als großer Sieger auf der Bühne der Weltgeschichte stolzierten, in der der US-Politologe Fukuyama vom Ende der Geschichte schwärmte, in der nur noch die amerikanische Demokratie und Marktwirtschaft den Lauf der Welt bestimmen würden, führte bei ihm zu einem Denkprozess, in der einige seiner Analysen, das ist das Erstaunliche hierbei, klüger klingen als viele der gefeierten Experten, die sich heute längst als Fehlprognose erwiesen haben. Ich war 2017, das finden Sie auch in diesem Buch, in den USA, und zwar im sogenannten Rust Belt, also nicht in Miami oder New York City, auch nicht in Hollywood. Bitte? Na, auch, da geht er los, der Rust Belt, der Rostgürtel, der beginnt, wie Sie schon sagten, in Baltimore, aber zieht sich ja über einige tausend Kilometer bis zu den großen Seen und stellt das ehemalige industrielle Herz der USA dar. Detroit, Michigan, sagt Ihnen bestimmt was, Cleveland, Ohio, genau da war ich, zwischen Cleveland, Ohio und Detroit, Michigan. Und dort können Sie anschaulich den Niedergang auch der Infrastruktur besichtigen. Ein Prozess, den Sie natürlich auch etwas weiter südlich besichtigen können im Ruhrgebiet, in Städten wie Gelsenkirchen, aber der dort noch viel stärker ausgeprägt ist. Und dort ist ein Lebensgefühl vorherrschend, wie es auch der Timothy McVeigh in seinen Leserbriefen damals schrieb. Und das ist das Beunruhigende dabei, denn spätestens im Herbst werden wir sehen, dass die Wahlen in den USA wieder ein Ergebnis bescheren, das unseren Strategen in Europa nicht passen wird. Und die ganze Sicherheitsdoktrin, die künstlich aufgebaut wurde, von der angeblich transatlantischen Solidarität, wird zusammenbrechen. Und Europa wird ziemlich alleine und ziemlich erbärmlich dastehen angesichts der Feuerherde um unseren Kontinent herum. Das ist die etwas bittere Bilanz, die ich momentan ziehen muss, aber warten wir ab, was geschieht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde gerne Ihre Fragen jetzt beantworten oder auch diskutieren, was Sie möchten. Das Mikro in Stellung funktioniert? Ja. Also ich hätte gleich eine Frage, die sich auf den Anfang des Buches bezieht. Wie kommen wir aus dem Zeitalter der Idiotie heraus? Also das ist ein Prozess, der natürlich nicht von heute auf morgen stattfinden wird. In erster Linie müssen wir selbst, wir als Bewohner Europas, als Bewohner der EU, Europa und EU sind nicht das Gleiche, und der Bundesrepublik erstmal darüber im Klaren sein, wo wir leben. Wir leben nämlich in einem Kontinent, der umrundet ist von Afrika im Süden, und Russland bleibt unser Nachbar im Osten. Und der Nahe Osten bleibt auch unser Schicksal in unmittelbarer Nachbarschaft. Dieses müssen wir begreifen. Wir sind kein Bundesstaat der USA. Die USA können sich wieder hinter ihre Ozeane zurückziehen, wenn es darauf ankommt, oder eher Aufmerksamkeit dem Pazifik zuwenden oder Lateinamerika. Wir sind diejenigen, die die Folgen spüren von gescheiterten
Militäroperation von gescheiterten strategischen Entwürfen. Ich erinnere daran, wissen Sie noch 2002, da wurde in den Medien uns doch vermittelt, wo unsere Freiheit verteidigt wird. Wissen Sie das noch? Wo? Am Hindukusch. 2002 hieß es, unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Und wo wird sie heute verteidigt? In Lviv als Beispiel. Wenn man Ursula von der Leyen Glauben schenken möchte, Frau von der Leyen sagte ja auch wörtlich, das Blut der Ukrainer wird für unsere Freiheit vergossen. Ja, ich zitiere nur, Entschuldigung, aber eine der vielen Geschmacklosigkeiten. Aber wenn wir das ernst nehmen, dass 2002 unsere Freiheit noch im Hindukusch verteidigt wurde und jetzt an der polnischen Außengrenze, Ostgrenze, dann ist es schon eine katastrophale Niederlage, wenn dazwischen liegen 4000 Kilometer mindestens. Also das kann ja nicht ganz stimmen. Und beim Blick auf die Verfasstheit der Ukraine, der politischen und kulturellen, ist dieses Bild noch fraglicher. Zweifellos. Und das müssen wir begreifen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und vielleicht die politischen Parteien und Positionen unterstützen, die versuchen, uns dieses Bild zu vermitteln. So ist die einzige Möglichkeit, denke ich, um aus dieser Etutie wieder rauszukommen. Erstmal wissen, Erkenntnisse gewinnen und Erkenntnisse weitergeben. Ja, da würde mir eine Partei einfallen. Das war keine Parteiwerbung, ich habe es so allgemein gesagt. Ich habe auch keine genannt. Ja, ich auch nicht. Erstmal ganz vielen Dank für den Vortrag. Man merkt wirklich, dass Journalismus, wirklich echter Journalismus vor Ort, doch wirklich seine Berechtigung hat und sich auch wirklich lebendig dann auch anhört, als wenn die Journalisten da irgendwelche Dinge aus dem Internet dann sich zusammenstricken und da ihre Story draus bauen. Also es ist wirklich beeindruckend, was sie da machen. In Deutschland haben wir gleich zwei Probleme. Das eine ist ja die GEZ-Medien, die mithilfe unserer GEZ-Gelder dann uns einseitig informieren. Und man hat ja wirklich den Eindruck, dass es ist zu einem einseitigen Regierungsfunk verkommen. Sonst wären ja solche Sachen wie die Ukraine oder Corona-Politik in der Form gar nicht möglich gewesen. Und Politiker wie Baerbock und Scholz, und die wären schon gar nicht mehr im Amt, wenn die Journalisten wirklich umfangreichere Arbeit da wahrnehmen würden. Und auf der anderen Seite hat man ja Auftragsschreiber unter den Journalisten, ne? Also der Journalismus wird ja hauptsächlich durch Staatsaufträge finanziert. Und wenn die Journalisten eben das nicht schreiben, was die Regierung will, dann kriegen sie halt keine Interviews mehr und auch keine Aufträge von den Ministerien. Und das sehe ich so als Hauptproblem in Deutschland. Und was Sie meinen, das ist natürlich der reife Bürger, der sicherlich jetzt auch hier sitzt und alternativen Medien und anderen Dingen folgt. Aber dafür muss man ein wacher Geist sein. Und die Stunde ist in Deutschland, glaube ich, noch weit weg von vielen. Sonst würden ja auch mehr sitzen. Also das ist meine Meinung zu dem Thema. Sicherlich ist ein weiter Weg, aber jeder Weg beginnt mit einem Schritt, sage ich immer. Ne? Anders geht es ja nicht. Aber da haben Sie natürlich völlig recht. Übrigens zu den Medien. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Die Medien sind ein gewaltiger Machtfaktor. Und das hat sich gerade in den letzten Jahren herausgestellt, seit Beginn der Pandemie, aber auch gleich übergehend in den Ukraine-Konflikt, dem Konflikt seit 2022. Denn Sie können ja erleben, dass zum Beispiel die ständige Propaganda und die Manipulation ein Ausmaß erreicht hat, wie wir es vorher noch nicht gesehen haben. Also Kriegspropaganda ist so alt wie die Kriege selbst. Da finden Sie schon alte Quellen. Und die wird auf allen Seiten betrieben. Dieser Spruch, die Wahrheit ist das erste Opfer im Krieg, die gilt, aber nicht nur von der russischen Seite aus, sondern auch bei uns. Denn ansonsten, wenn wir die Propaganda ernst nehmen würden, hätten die Ukrainer ja schon längst gesiegt. Erinnern Sie sich, im Sommer 2023, eine gewisse Frau Agnes Strack-Zimmermann, Leopard, 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 Leopard. Eine Diskussion wurde entbrannt, die Ukrainer brauchen Leopardpanzer, damit sie siegen. Das ging schnell in die Büchse, auf Kosten von tausenden ukrainischer Soldaten, die in den Leopardpanzern verbrannt sind. Und danach kam die Taurus-Debatte. Und es geht so schnell, dass wir schon wieder vergessen, dass wir davor noch eine Leopard-Debatte hatten, weil wir ständig von neuen Junk-Mails und Junk-News, so nenne ich das, beliefert werden, die uns alles darstellen, nur nicht den wahren Frontverlauf. Und nebenbei erfahren wir dann, dass ein Dorf nach dem anderen fällt und die ukrainische Front kurz vorm Zusammenbruch steht. Und das Wichtigste den Ukrainern fehlt, nämlich die Manpower, also die Soldaten, weil viele schon gefallen sind, aber auch noch mehr ukrainische Männer
gar nicht das tun, was von allein von ihnen vorbeifantasiert, nämlich nicht ihr Blut vergießen für unsere Freiheit, sondern lieber andernorts flüchten. Zumindest die ukrainischen Männer, die es sich leisten können, muss man dazu sagen. Seit 2022 besteht eine Ausreisesperre und trotz Baerbocks feministischer Außenpolitik läuft das ganz klassisch. Männer müssen an die Front, Frauen dürfen ausreisen. Und das ist ganz interessant, dass sie doch viele ukrainische Männer hier finden. Das sage ich ohne Polemik. Ich kann jeden verstehen, der nicht für diesen Oligarchenstaat sterben möchte. Aber dahinter verbirgt sich eine soziale Tragödie, die Rosa Luxemburg vor über 100 Jahren wie folgt formulierte: Im Krieg fällt der Proletarier und steigt der Aktienkurs, nicht wahr? Also die armen ukrainischen Bauern und kleinen Arbeiter, die nicht 15.000 bis 20.000 Dollar oder ein SUV an der Grenze zu verkaufen haben, werden eingezogen und sterben. Oder sie versuchen es, davon hören Sie auch wenig bei uns, die Flucht in die EU, und zwar an der ukrainisch-rumänischen Grenze über den Grenzfluss Theiß, der ein reißender Fluss ist, und dort werden regelmäßig Leichen junger Männer angespült. Oder neulich meldete Kiew, dass einer der Flüchtlinge von hinten mit einem Rückenschuss ermordet wurde. So viel zu unserer Freiheit, die dort verteidigt wird. Ich komme. Also, du warst ja in den USA. Was ich nicht so richtig verstehe, ist, wie wird denn der Trump von seinen Wählern gesehen? Also bei uns wird der Trump ja mehr oder weniger als so ein ungehobelter Klotz ohne Manieren, ein Emporkömmling, ein Neureicher so dargestellt, der etwas wirr ist und etwas wirr agiert auch, unberechenbar. Unberechenbar ist, glaube ich, das Wort, das immer für Trump benutzt wird. Also was sehen die Menschen in den USA in Trump, warum wählen die den? Das wäre meine erste Frage. Die zweite Frage ist, warum haben eigentlich warum hat unsere politische Klasse plus die Journalisten etc., warum verteufeln die diesen Trump so? Das scheint mir nicht so richtig schlüssig, weil die Außenpolitik bleibt ja immer die gleiche unter den USA. Ist ja vollkommen peng eigentlich, wer da an der Regierung ist. Und das wäre die Frage. Also erstmal sind die Medien bei uns, wie auch in den USA, transatlantisch penetriert, möchte ich sagen. Das ist halt dieser Mythos der transatlantischen Freundschaft, die angeblich einen gemeinsamen Wertekanon darstellt gegen die dunklen Mächte der Welt. So wird sie immer wieder dargestellt. Und Trump ist halt das lebende Beispiel dafür, dass das so nicht ist. Deshalb wird er verteufelt von den transatlantischen Medien, bei uns wie auch in den USA selbst. Und denn er ist ja kein Transatlantiker, er ist eher ein Isolationist. Da muss man in der US-Geschichte ein bisschen suchen. Diese Debatte hatten wir zum Beispiel in den 30er Jahren, als Roosevelt Präsident wurde und ein Großteil der US-Bevölkerung kein Interesse hatte, auch vom Ersten Weltkrieg, in die Wirren des Europäischen Krieges eingezogen werden. Das gelang 1917 erst durch massive Propaganda. Herr Bernay, der Neffe von Sigmund Freud, ein Teil der Familie, die schon in die USA ausgewandert waren in den 1890er Jahren, war sozusagen der Meister der Public Relations. Public Relations, PR, ist ja eine andere Formulierung für Propaganda. Sie wird meistens in nicht-militärischen Zusammenhängen verwendet. Ein Unternehmen macht Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, wir sind klimaneutral, wir sind divers etc. Das ist Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch in Kriegszeiten wird natürlich Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Und in den USA hatten 70% der Bevölkerung 1916 kein Interesse, überhaupt in diesen Krieg zwischen Deutschland, England und Frankreich einzutreten und Russland. Und durch eine massive Kampagne in den Medien auf Kosten der deutschen Soldaten, die als monsterähnliche Wesen, als Affen mit Pickelhauben, die belgischen Frauen die Brüste abschneiden und ähnliche Schandtaten und Babys zum Frühstück essen, hört sich jetzt ein bisschen, so war es, wurde dieses manifestiert, dass in den USA ein Umschwung stattfand in der öffentlichen Meinung. Diese Brut, diese Deutschen, diese Hunden müssen wir zerschlagen. Und es ist halt auch so, dass 1917 nach dem Eintritt der Amerikaner viele deutsche Soldaten, wenn sie gefangen genommen wurden, erschossen worden sind von den Amerikanern, auch wenn sie ihre Familienfotos hochhielten, weil sie ja diese Affenmenschen waren, die angeblich die Schandtaten. Das klingt erstaunlich
aktuell finde ich, wenn auch nicht mehr ganz so schwarz-weiß, wir wissen ja, seit 2022 kommen die Barbaren zurück. In der Bild-Zeitung sprach Peter Huth von Barbaren. Und als er eine lackierte, fingernagellackierte Hand aus einem Erdboden auf die Titelseite brachte. Und wir haben auch kürzlich die Rückkehr von Tiermenschen aus dem Gaza etc. Also wir, die aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts im Westen, sind heute mit ähnlichen Bildern konfrontiert, die uns manipulieren und sagen sollen, wer die Guten und die Bösen sind. Um dies aufrechtzuerhalten, muss man die Bösen ja dämonisieren. Denn freiwillig töten die Menschen sich nicht gegenseitig und man muss dämonisieren. Man selbst ist der Gute, der für das Gute kämpft vor allem, unsere Freiheit, wird in Hindukusch verteidigt oder in Kiew und die anderen sind die Bestien. Das findet auf allen Seiten natürlich statt, auch in der russischen Medien finden Sie natürlich inzwischen auch Bilder dieser Art und über die dekadenten Westen und die rein russische Seele, das gibt es natürlich dort auch, das muss man wissen. Deshalb die Zusammenhänge. Seit jeher versuchen Kriegsparteien, ihre wahren Absichten zu verschleiern. Und wie kam ich jetzt darauf? Das war die Frage nochmal, Entschuldigung. Wie war die Frage nochmal? Ach, mit Trump. Genau. Und Trump ist ja gar nicht der ungehobelte, primitive Typ, als der er sich darstellt. Auch das ist das Bild, ein Medienbild, das er geschickt inszenierte. Er ist ein Abkömmling der Ostküstenelite, Sohn einer reichen Familie von Immobilienmaklern, auch wenn er selbst behauptet, er sei Selfmade-Millionär, das entspricht ja nicht den Tatsachen, denn er hatte A, die Kontakte, Trump, sein Name in New York der 70er Jahre, um den Aufstieg zu machen, und B, 2 Millionen Dollar Startkapital, was heute umgerechnet 25 Millionen Dollar wären. Also ein Selfmade-Millionär sieht ein bisschen anders aus, aber davon abgesehen ist Trump durchaus eloquenter und intelligenter als dieses Bild, was er von sich gibt. Ich habe diesen Besuch in einem Institut vor Augen, wo er da steht und erzählt, oh my God, my uncle was, also er so erzählte von seinem Onkel, der auch ein toller Virologe war und sich einfältig gibt. Und das kommt man natürlich bei vielen Wählern in diesen sogenannten Flyover States, diesen Staaten, die man überfliegt, wie Hillary Clinton es ausdrückte, diese riesige Landmasse zwischen Ost- und Westküste, wo die einfachen Amerikaner leben, weit ab der großen Metropolen. Und da kommt das an. Und das ist das, was... Er gibt sich als einfacher Amerikaner, der morgens sein Müsli, Maismüsli isst und gerne McDonald's besucht und so weiter und in die Kirche geht. Das ist er nicht, aber er inszeniert sich. Und das, deshalb wählen ihn die Leute auch. Ich habe in Detroit und in Cleveland auch eine unglaubliche Wut gespürt. Ähnliches können Sie hören, wenn Sie in Ostdeutschland unterwegs sind, in Regionen, vielleicht auch im Ruhrgebiet inzwischen. Die Verbitterung von Menschen, wenn sie im Schatten ihrer eigenen Vergangenheit leben, vor geschlossenen Stahltürmen, vor geschlossenen Kirchen, vor abgerissenen Einfamilienhäusern, die letzte Post, die letzten Sachen sind geschlossen, das Leben schwindet langsam aus den Städten, die Jugend wandert ab. Und in solchen Städten und Orten finden sie Menschen, die natürlich verbittert sind, weil die Bilanz ihres Lebens trist ausfällt. Sie haben ihr Leben lang hart gearbeitet und das finden sie nicht nur in den USA, aber in diesem Rust Belt finden sie es ganz besonders. Und in Cleveland, Ohio, wo ich war 2017, hatte Trump seinen ersten großen Wahlerfolg, unter anderem. Warum jetzt zig Millionen Amerikaner Trump wählen, ist natürlich so unterschiedlich wie warum Leute AfD wählen in Deutschland. Die einen wählen das aus den Gründen, die anderen aus den Gründen, wie auch immer, aber natürlich eine Ablehnung der aktuellen herrschenden politischen Verhältnisse, wobei die in den USA natürlich etwas einseitig sind, weil man hat ja nicht so eine große Wahl. Also die Wahl zwischen Biden und Trump sind auch nicht gerade die große Verheißung, ne? Muss man mal dazu sagen. Du hattest eben gesagt mit der Außenpolitik, das ist richtig. Auch Trump gelang es nicht und im Endeffekt scheiterte er gegen seinen Sicherheitsberater Bolton. Er sagte ja später, wenn der die Macht hätte, hätten wir schon viele Kriege gehabt. Die Ermordung des iranischen Generals Soleimani 2021, die Trump anordnete, ein Drohnenmord im benachbarten Irak, war wohl ein Zugeständnis, das er machen musste, um einen größeren Krieg zu verhindern. Also ein US-Präsident, und das wissen wir spätestens seit diesem berühmten Ausspruch vom militärisch-industriellen Komplex, vor dem er schon Eisenhower warnte in den 60er Jahren, der ist natürlich da. Und wenn man glaubt, Biden ist jetzt der große, mächtige Fürst im Weißen Haus oder gar die Vizepräsidentin, die ja völlig unter ihren Erwartungen geblieben ist, auch der eigenen Profilierung, das ist nicht der Fall.
Das sind andere Kanäle, die da das im Laufen lassen. Und wir wissen ja auch, wer jetzt von den aktuellen Kriegen und Kriegen am meisten profitiert, das sind die Rüstungskonzerne. Und die haben ja auch eigene Politiker immer dann auch bei uns, wie kürzlich, bei der Europawahl. Nicht wahr? So, und das ist so der Grund. Also, ich habe in den USA einen Satz gehört von einem Mann, der zitierte John Steinbeck, das wusste ich nicht. John Steinbeck, der berühmte Schriftsteller, Die Früchte des Zorns, ein Buch, das er in den 30er Jahren geschrieben hat und das Schicksal der Okies, der Bewohner Oklahomas darstellte, die aufgrund der großen Sandstürme in den 30ern in großen Mengen nach Kalifornien einwanderten, ins gelobte Land und dort mit Fremdenfeindlichkeiten, allen möglichen Sachen und Ausbeutung konfrontiert wurden. Dieser John Steinbeck hat in den 1960er Jahren seinen Wohnort Long Island verlassen und fuhr mit einem Wohnmobil und seinem Hund quer durch die USA. Und er wollte sehen, damals, 30 Jahre später, nach seinem Welterfolg, was für ein Land ist das heute. Und er reiste monatelang durch die USA. Und er kam später zurück und sagte, ja, ja, den Menschen geht es heute viel besser. Diese ganz große Armut der 30er Jahre ist verschwunden. Aber, und ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, er sagte, aber ich spürte irgendwie Gase der Unzufriedenheit und ich fürchte den Tag, an dem diese Gase explodieren. Und das ist auch ein Stimmungsbild, das Sie heute in den USA und in vielen Teilen der westlichen Welt finden, ganz im Gegensatz zu Ländern wie Kasachstan, Zentralasien, die sich in einem phänomenalen Aufschwung befinden und die Bevölkerung merkt, dass es ihnen besser geht. Vielleicht vergleichbar wie bei uns in den 60er Jahren, in den Aufschwungjahren etc. Es lohnt sich zu bilden, es lohnt sich zu leisten, es lohnt sich zur Universität zu gehen, einen guten Beruf zu erlernen. Das ist bei uns ja ein bisschen ein Versprechen, das nicht mehr ganz so eingehalten werden kann. Viele Menschen leben noch von der Substanz, dem Wohlstand der Vergangenheit, aber wie alle begrenzten Ressourcen ist auch der irgendwann aufgebraucht. Und was dann in einer Gesellschaft, die so stark auf den Konsum fixiert ist, nicht wahr? Das ist natürlich eine spannende Frage. Weitere Fragen, Kritiken, Anregungen? Genau. Volker. Ich mache noch eine Anmerkung zu dem Beitrag, den wir vorhin gerade hatten, zu dem Thema, weil ich glaube, das passt ganz gut zu dem Rust Belt. Die Bücher von Michael Moore, also das war ja schon, ich denke, 20 Jahre ist das schon her, ne? Gerade so die ersten. Da kann man auch ganz viel lesen über diesen Rust Belt und die Bevölkerung dort und dieses Gefühl des Abgehängtseins. Und da hat man im Grunde auch schon gemerkt, im Grunde, was sich da so aufbaut und aufstaut, obwohl von Trump dann natürlich noch gar nicht die Rede war, ne? Also ich wollte eigentlich eine Frage stellen, auch so ein bisschen weg direkt von deinem Buch, mehr auf deine Einleitung hin. Da hast du ja bemerkt, dass du da im Osten und im Westen Deutschlands auf ein ziemlich unterschiedliches Publikum triffst und im Grunde so ein bisschen anknüpfend auch an die Wahlen gestern, die das ja auch nochmal unterstrichen haben, die Unterschiede Ost-West sind irgendwie nicht kleiner geworden oder weggewachsen oder ausgewachsen. Und aber du hast das ja eigentlich eben auch schon so ein bisschen beantwortet. Aber vielleicht kannst du ja doch noch ein paar Takte dazu sagen, was dir zu diesen Unterschieden einfällt, wo die herrühren. Und ja, ich glaube, das ist klar dann. Danke. Also die Menschen sind natürlich geprägt von ihrem Lebensalltag, von der Umgebung, in der sie leben, der sozialen Situation. Und ich denke, in Paderborn, soweit ich es oberflächlich einschätzen kann, ist diesbezüglich das alles relativ stabil, zumindest auf den ersten Blick. Die Frage, wie genau man guckt. Und wenn man genauer guckt, kann man natürlich auch Sachen finden, die hinter der äußeren Fassade etwas anders aussehen natürlich. Aber ich hatte eine Lesung in Gelsenkirchen vor einiger Zeit. Es war auch sehr interessant, weil in Gelsenkirchen habe ich in einer Buchhandlung gelesen und der Buchhändler und auch ein paar andere Leute führten mich am Tag danach durch die ganze Stadt. Und da findet man ja alles wie im Brennglas, so an Problemen oder an Phänomenen, sage ich erstmal neutral. Da findet man ein neues Amtsgericht, postmodern, das in einen Problemstadtteil gehauen wurde von der Verwaltung mit der Inspiration, dann würden sich lauter Anwaltskanzleien drum ansiedeln. Das ist nicht, hat nicht stattgefunden. Vor diesem hypermodernen Amtsgericht sieht man eine Bushaltestelle, die in ihre Einzelteile zerlegt wurde. Eine Straßenbahnhaltestelle, Entschuldigung. Also wenn man von der Straßenbahnhaltestelle guckt, sieht man die zerstörte Haltestelle, guckt auf diesen hypermodernen Bau des Amtsgerichtes, der gar nicht in die Umgebung passt.
weil da ist nichts Historisches gewachsen. Und die Anwaltskanzleien haben sich auch in den letzten 2-3 Jahren, wie lange das auch immer sein mag, nicht angesiedelt, was ja auch Unsinn ist, weil warum müssen sich heute Anwaltskanzleien im Umfeld eines Amtsgerichtes ansiedeln, im Zeitalter des Laptops? Aber gut, das war die Vorstellung. Und dann natürlich die Situation, dass natürlich ganze Stadtviertel inzwischen von Migranten bevölkert sind, die jetzt aus Bulgarien und Rumänien kommen, in den letzten 5 Jahren in großen Schüben als EU-Bürger Niederlassungsfreiheit haben. Gerade die türkische Minderheit als auch die Roma-Minderheit in Bulgarien in sehr großen Zügen. Und das bei den Alteingesessenen, vor allem bei den türkischen Deutsch-Türken, für großen Unmut sorgt. Also die Welt, die Menschen in sozialpädagogischen Einrichtungen, Leute, die sich angesprochen fühlen, sind nicht gemeint, in gewissen Elfenbeintürmen kreieren von alle Migranten haben sich lieb, piep, piep und die Welt ist bunt, findet dort nicht statt. Es finden harte Existenzkämpfe statt. Und gerade die Migranten der ersten, zweiten Generation, man hat sie auch jetzt bei den Wahlergebnissen, wenn Sie mal genau angucken, wer wie gewählt hat, in Duisburg zum Beispiel und so, welche Parteien stark geworden sind, werden Sie merken, dass inzwischen auch sehr viele Menschen der dritten Migrationsgeneration AfD wählen zum Beispiel. Der türkische Restaurantbetreiber, der keine Lust hat auf bulgarische Bettler in seiner Nachbarschaft. Und das ist ein Phänomen, das diesem Bild von wir und sie nicht ganz entspricht. Menschen sind abhängig von den ökonomischen Zwängen und das führt natürlich zu Ressentiments. Das ist der Punkt. Und das ist ein Irrtum. In Gelsenkirchen fahren Sie mal hin, ist ja nicht so weit weg von hier, bummelsüchtig die Stadt und Sie merken auch dort viele Sachen, die widersprüchlich sind. Auch, wie ich finde, eine ziemlich inkompetente Verwaltung, die dort Prunkbauten erstellt oder Brücken baut, die ins Nirgendwo führen. Sehr schöne Brücken architektonisch, aber als Beispiel. Und während an den Bahnschienen alles bröckelt zum Beispiel, wo der Güterverkehr stattfindet, auch der Personennahverkehr. Und viele Sachen, über die man nicht spricht. Und das ist heute ja auch so wie zu Zeiten Kaiser Wilhelms. Man spricht über viele Sachen nicht. Man sieht sie, man kann sie fühlen, riechen, ja, aber man benennt sie nicht, weil das Benennen könnte dazu führen, dass man gelabelt wird in gewissen Sachen. Das funktioniert immer weniger, aber es funktioniert noch, vor allem wenn es mit beruflichen Komplikationen verbunden ist. Und jetzt zu den Reisen durch die Republik in Ostdeutschland. Das ist auch pauschal, weil es gibt starke Unterschiede zwischen dem Norden, Mecklenburg und Schlesien, denn wir haben ja auch durchaus einen kleinen Teil Schlesiens, nämlich in Ostsachsen, Görlitz. Dort, wenn Sie dorthin fahren, in diese Region von Görlitz nach Zittau entlang der polnischen Grenze bis zur tschechischen Grenze, werden Sie staunen, wie oft Sie die schlesische Fahne dort wehen sehen, an diesem Ostzipfel Sachsens, der ein Rest Schlesien ist. Und das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, diese Identitätspolitik, diese Identitätssehnsucht, dieser Identitätswahn, dass Menschen natürlich, also ich verurteile es gar nicht, wenn jemand eine schlesische Fahne, warum nicht, das soll er machen, aber die Menschen suchen nach irgendwas, was ihnen die heutige Gesellschaft nicht gibt. Und in Görlitz finden Sie jetzt natürlich auch eine wunderschöne Stadt, also ist ja eine Pracht, historisch auch, aber dort merken Sie inzwischen, dass sich dieser Teil der Republik sehr weit weg von den Vorgaben des politischen Berlins als auch des Westens der Republik entfernt hat. Und ich glaube, ich habe gestern oberflächlich das mir angeguckt, es waren ja Kommunalwahlen auch in Sachsen, und in Görlitz hat die AfD, glaube ich, 40%, das BSW zum Beispiel 15%, und 15% ist ungefähr doppelt so viel, wie die Ampelparteien dort hatten. Die SPD war bei 4%, Grüne 1,2%, können Sie selbst nachlesen, so in dem Dreh. Also auch politisch, und das ist nicht nur auf Görlitz bezogen, eine Verabschiedung von den für uns als Westdeutsche vorherrschenden Parteien, mit denen wir aufgewachsen sind, als auch der aktuellen Ampelkoalition. Und diese Verschiebung ist in vollem Gange und wird sich auch, glaube ich, im Herbst erst richtig entladen bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Denn diese Tendenz ist in vollem Gange. Und da merken Sie auch nach 35 Jahren der staatlichen Einheit, dass der Prozess, der nach dem Drehbuch, wäre das schon längst vorbei. Blühende Landschaften und Ähnliches. Nein, der Prozess ist noch im vollen Gange. Und da ich selbst im tiefen Osten Berlins lebe, in Friedrichshagen am Müggelsee, ist das auch ein interessantes Alltagsphänomen, was ich immer wieder beobachte mit Freunden und Bekannten. Da die meisten meiner Bekannten und Gesprächspartner zwangsläufig Ossis sind. Und das ist interessant, wie das sich auch widersprüchlich dieses Phänomen darstellt in allen Sphären. Und ich betrachte das überwiegend inzwischen als ein psychologisches, auch mit Identitätspolitik. Und ja,
sehr unterschiedlich. So in Kürze. Und dann haben wir im tiefen Westen wieder andere Geschichten natürlich. Ne? Entschuldigung. Ja? Jemand hat sich gemeldet? Ich habe es nicht gesehen. Ach, ich bin jetzt noch nicht weit genug in dem Rauskommen aus der Idiotie, was Carsten ganz am Anfang gesagt hat. Dazu ist mir noch zu wenig gesprochen. Das liegt auch daran, eine Lösung werden Sie nicht finden in dem Buch. Die kann ich Ihnen nicht geben. Ich kann nur Ansätze versuchen, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen uns erst einmal der Situation bewusst werden. Das meine ich ernst, weil ich den Eindruck habe, viele Menschen sind sich der Situation nicht bewusst. Erkenntnisse gewinnen, Erkenntnisse weitergeben. Nutzen Sie ganz alte Techniken, anstatt, damit meine ich nicht Sie persönlich, Entschuldigung, anstatt jeden Abend eine Stunde Instagram auch mal wieder eine Weltkarte anzugucken, wie nah Europa an Afrika liegt. Geografie, Demografie sind Schicksale, die uns weiter tangieren, ökonomische Prozesse. Und die aktuelle mediale Welt und die politische Welt tut alles daran, diese Kenntnisse, auch die Bildungspolitik von heute, historische Kenntnisse abzutrainieren. Das merken Sie zum Beispiel daran, dass ja der Krieg 2022 so dargestellt wurde, als wäre es der erste Krieg der Welt. Es gab vorher noch nie einen Krieg, vorher auch keinen völkerrechtswidrigen Krieg. Es wurde dargestellt, alles, was der Mensch böse macht, ist der Russe, so ungefähr. Und nie, sowas gab es vorher gar nicht. Und das sage ich Ihnen, versuchen Sie wieder Bücher zu lesen, Erkenntnisse zu gewinnen und gehen Sie mit offenen Augen durch die Gegend. Es gibt kein Wundermittel. Wir müssen versuchen, uns das Bild der Welt wieder zurückzuholen. Das ist ein langes Unterfangen und auch wird auch nicht in 2 Tagen geschehen sein. Aber ich bemerke auf meinen Reisen und ich sage das, was ich Ihnen jetzt auch sage, dass Sie, wenn Sie schon ein kritisches Bewusstsein haben, das haben Sie anscheinend, auch würden Sie nicht an Ihrem Feierabend jetzt hierher kommen, vermute ich mal, ein Interesse über den Alltag hinaus, wie es mal eine Leserin von mir so schön formuliert hatte, über den Alltag hinaus, das finde ich eine sehr schöne Formulierung, das ist wichtig, weil wir können heute gar nicht mehr uns zurückziehen in irgendwelche Glaskästen und so weiter. Und die Idiotie des Zeitgeistes, die wir heute in diesem Teil der Welt zumindest vorherrschend haben, ist eine Welt, die entstanden ist dadurch, dass andere uns das Bild der Welt zeichnen und wir es geschehen lassen haben, dass es so ist und wir gewisse Instinkte verloren haben, die eigentlich normal wären sozusagen oder gesunder Menschenverstand. Und das ist der bescheidene Ansatz, den ich Ihnen geben kann. Das Buch ist kein Lösungsansatz. Man muss nur abends 2 Eier essen und schon ist dann alles in Ordnung. Nein, aber wach bleiben. Und ich denke, wenn wir wach bleiben, merkt man natürlich auch, dass alles bröckelt momentan. Diese Narrative, die gespannt wurden, bröckeln. Und wohin das führt? Meine Befürchtung ist ja, die ich habe, dass wenn der Bogen in die eine Seite gespannt wurde, dass er in die andere ausschlägt. Das befürchte ich so ein bisschen, zumindest zeitweise, weil wir Deutschen doch viel gut können, aber leider nicht immer so in der Mitte bleiben. Ne? Wir drehen immer so und so, 110%ig, 120%ig und warten wir ab. Also zum Medienbild, ich war am Sonntag auf der Wahlparty vom BSW in Berlin, wohlgemerkt nicht als fanatischer Anhänger, sondern als, ich schreibe ein Buch über das BSW und beobachte die Partei aus nächster Nähe. Und dort fand ich es interessant, dass natürlich auch die Medien versuchen, falls sie es überhaupt tun, denn sie haben das BSW an dem Abend auch und davor überwiegend ignoriert, da lief ein Kollege von der Taz lang durch die Reihen, der hatte im Januar geschrieben am Parteitag Aufstand der alten weißen Männer bezüglich des BSWs. Und an dem Abend war der einzige alte weiße Mann, der lang lief, er selbst sozusagen, und wo ich nichts gegen habe. Also es ist aber nur als Beispiel, weil so viele junge Menschen da waren, Menschen mit Migrationshintergrund, sehr viele Frauen. Und ich fand dieses Bild, wie ich ihn da langlaufen sah und ich den Artikel von ihm im Kopf hatte, einfach köstlich. Das war so, also er hat ein Bild gezeichnet, das BSW ist was Rückständiges, ne? So alte weiße Männer, die da frustriert sind. Und an dem Abend auf der Wahlparty war ein ganz anderes Bild, das viele Menschen irritierte, weil es nämlich nicht ins Bild passte. Da ist die reale Welt und die mediale Welt. Und wenn man die reale Welt anders ist als die mediale, kann man 2 Sachen machen. Man lässt sie weg. Es gab kaum Berichterstattung. Oder man zeichnet irgendwas, was eine Überzeichnung, was nicht der Realität entspricht. Und ja. Bitte schön, ich kann. Ja. Das mit den alten weißen Männern ist ja
Das mit den alten weißen Männern, das ist eine Sache, das haben die bei Trump auch gesagt. Ja, ja. Ne? Stimmt das, aber auch nicht. Nee, aber das ist so ein Muster und es passt auch. Es passt so in die Taz. Als die Taz angefangen hat, habe ich mich gefreut. Ja, ja. Ne? Ein ganz anderer Ansatz von Tageszeitung und so, super. Und nach und nach haben die sich sowas gedreht, dass das jetzt auch passt, dass die so eine Sachen nachplappern und die sind ja jetzt total regierungstreu geworden. Alles dreht sich. Das hatten wir neulich auch. Ne? Rechts ist nicht mehr rechts und links ist nicht mehr links. Und Frieden ist auch rechts. Ja, ne? Rechts. Also es, die ganzen alten Werte passen überhaupt nicht mehr. Ja. Oder werden hochgehalten und missbraucht, um bewusst missdeutet zu werden. Und haben Sie völlig recht. Das macht so eine riesige Verunsicherung auch in dem Ganzen. Aber man darf sich nicht am Nasenring durch die Manege führen lassen. Das meinte ich vorhin mit, man muss selbstbewusst, wenn man es kann. Ich verstehe natürlich die Ängste vieler Menschen, die in öffentlichen Dienst in Abhängigkeitsverhältnissen. Ich weiß, welche Schwierigkeiten auf die Leute zukommen. Ich weiß auch als freier Journalist, dass natürlich meine Meinung nicht jedem passt oder was ich sage und äußere, tätige. Das hindert mich aber nicht daran, das trotzdem zu tun. Ist die Frage, wenn man das gut formuliert und gute Quellen angibt, sage ich immer. Das ist immer eine, man darf auch nicht zu Superlativen neigen. Das ist immer das Problem, dass man manchmal auch in den alternativen Medien leider, nicht in allen, aber es gibt ja auch da solche und solche, denn wieder die Phänomene vorfindet, die ich wieder einseitig finde, auf der anderen Seite sozusagen. Also ich sage immer Grautöne, nicht nur schwarz und weiß. Das Leben ist nicht nur schwarz und weiß. Grautöne zeichnen, das ist ganz wichtig. Und das, da wären wir alle gut beraten, wenn wir das mal wieder hinkriegen würden. Und wenn wir wieder andere Meinungen akzeptieren könnten, denn das wurde uns auch abtrainiert so ein bisschen. Ne? Das ist ja heute, also ich kann mich noch erinnern, ich bin fast 53, aber ich kann mich noch erinnern, dass es immer schwierig war, andere Meinungen zu hören. Ne? Sie kennen das doch, Streit am Familientisch, man steht auf, die Tür knallt, das gab es ja immer schon. Oder am Stammtisch polemische Auseinandersetzungen. Aber dieses, man hat wenigstens geredet, sich gestritten. Heute ist ja so, man entfreundet sich, klick, blockiert sich. Plötzlich ist die alte Schulfreundin weg, weil man vielleicht was geliked hat, was der andere auch geliked haben könnte oder wie auch immer. Und das ist ja eine ganz merkwürdige Welt. Und da müssen wir wieder zurück. Also ich habe nichts gegen soziale Medien, Internet, ich nutze das ja auch. Aber es ist wie beim Salz in der Suppe, man muss ein bisschen sparsam würzen. Ne? Man kann auch die Suppe versalzen. Und wenn man seine einzige Erkenntnisgewinn aus diesen sozialen Medien, ich kenne Leute, die sagen mir, ihre einzige Nachrichtenquelle ist Instagram oder Facebook. Das ist ja schon beunruhigend eigentlich, nicht wahr? Weil die auch gar nicht mehr wissen, welche Quellen sie da eigentlich anzapfen oder was sie da lesen. Dass das schon Meinung ist, die 5-mal durchgegehrt worden ist, bis sie die bekommen. Und nein, das ist immer eine ganz wichtige Erkenntnis. Also, ja. Nein, überhaupt nicht. Nein, um Gottes Willen. Das ist genauso. Also im Endeffekt ist es wie bei der Ernährung, man soll viele Quellen anzapfen und ich kann nur meine persönliche Meinung dazu nennen. Ich glaube nur sehr bedingt an die eine Wahrheit. Weil eins habe ich gelernt bei meinen Reisen um die Welt, dass man doch die Perspektive immer anders anlegen muss. Und die Perspektive ist in El Salvador eine andere als in Görlitz. So. Oder in Ulan-Ude eine andere als in Detroit. Die Grundbedingungen sind die gleichen. Aber die Menschen sind nun mal geprägt von ihrer Geschichte, ihrer Gesellschaft, in der sie leben, ihren Erfahrungshorizonten. Und da kann man natürlich nicht den gleichen Maßstab an. Ich habe in dem Buch auch eine Szene geschildert. Ich war im Nordirak, Weihnachten vor 6 Jahren, in Dohuk, in einem Flüchtlingslager. Und dort traf ich eine Familie von jesidischen Mädchen. Und die Jesiden waren ja Opfer eines, ich benutze den Begriff Völkermord immer sehr ungern, aber eines einer kulturellen Auslöschung ausgesetzt. Und da waren 3 junge Schwestern. Und die jüngste 15, die jahrelang Sklavinnen beim IS waren. Und die waren in den 4 Jahren, wo sie dort waren, 40-mal verheiratet. Verheiratet heißt, freitags auf den Märkten angeboten, als es wird natürlich nicht offiziell gesagt, aber sie dienen zur Erfüllung sexueller Gelüste. Und diese 3 sehr schön anzusehenden jungen Frauen und sehr reizend waren, sagten mir, ihr Leben ist vorbei. Sie lebten in einem Flüchtlingszelt mit ihrer Mutter. Und an dem Tag, wo ich dort war, warteten sie auf die Befreiung von 3 Schwestern. Denn da gibt es einen Mann, der heißt der Imker, so wird er genannt. Der hat Tausende von jungen Jesidinnen freigekauft. Das wurde aber immer schwieriger, weil der IS sich zurückgezogen hat und seine Geiseln leider liquidierte und ermordete. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwestern auch nicht mehr lebten, war sehr groß. Und wissen Sie, da kommen Sie Weihnachten aus dieser Wohlstandsgesellschaft, die wir immer noch sind, aus dieser Konsumgesellschaft.
die Weihnachten zwischen Depression und hohen Erwartungen schwankt, Gemütlichkeit, Besinnlichkeit, was ja meistens gar nicht passiert, wenn man am 23.12. die Kaufhäuser noch besucht, um Geschenke zu kaufen, ist ja alles andere als besinnlich, finde ich, in Deutschland, aber gut. Und dann kommt man in diese Welt, wo Tod und Terror so eine reale Konstante sind, wo sie mit kurdischen Peschmerga fahren, die mit offenem Visier sie schützen. Und wir haben dort in Häusern übernachtet, wo der IS gewütet hatte und so weiter. Und dann fragt man sich, welche Welt ist eigentlich realer? Die unsere oder die? Wahrscheinlich sind beide real natürlich, aber sie leben in der Gleichzeitigkeit. Aber wenn ich jetzt in den Nordirak fliege, in die autonome Region Kurdistan und mit dem Wertekanon ankomme, was hier zurzeit vorherrschend ist, dann, das meine ich damit, das muss immer aus der Perspektive heraus anlegen, das ist ganz wichtig. Und andernfalls geht das schief. Und bei uns in der politischen Klasse, auch in den Medien, werden ja immer die Wertmaßstäbe, die Schablonen angelegt. Und das, was nicht passt, wird weggelassen. Und wie in der Schablone, man schneidet alles drumherum, was nicht ganz passt, und der Rest wird so, funktioniert so. Und so habe ich versucht, auch diese Phänomene zu beschreiben, dass Aserbaidschan ein stabiler Energielieferant ist, eine ganz schlimme Diktatur, die die Grenzen zu Armenien verschoben hat. Scholz nannte das so. Aber Russland ist das Böse in Person. Und bei Israel-Gaza muss man genau hinschauen. Das ist ja nicht ganz so eindeutig, wird behauptet, nicht wahr? So, und das Völkerrecht wird wie Wachs in der Sonne ausgelegt. Dabei ist das Völkerrecht eigentlich eindeutig, wenn man es mal wieder installieren würde, nicht wahr? Sie haben gesagt, dass Sie auch für die Berliner Zeitung geschrieben haben. Ja, schreibe ich noch. Ja, genau. Dazu habe ich jetzt eine Frage. Also das ist ja eigentlich, schon mal sagen, so eine, auf der einen Seite irgendwie so ein sogenanntes Qualitätsmedium, also was ich sonst so dem Mainstream zuordnen würde. Aber ich habe jetzt in der Vergangenheit öfters auch mal wirklich sehr interessante Beiträge gelesen, ja. Zum Beispiel neulich hat Inga Solti was geschrieben. Der war großartig, der Beitrag. Ja, das hat ja. Auch gut gefallen. Mhm. Wie kommt das? Wie muss man das einschätzen? Naja, also erstmal vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, für die Berliner Zeitung zu werben, weil ich empfehle wirklich, ich bin voller Überzeugung, wenn Sie eine Tageszeitung suchen, die das darstellt, was eine Tageszeitung sein sollte, nämlich verschiedene Meinungen zu informieren, das finden Sie, und das höre ich immer wieder, Sie können ja auch online viel lesen, da müssen Sie nicht nach Berlin fahren, um die zu kaufen, Sie können auch online viel lesen, wenn auch nicht alles, empfehle ich Ihnen sehr, denn zu aktuellen geopolitischen als auch zu innenpolitischen Debatten finden Sie dort eine Meinungsvielfalt, die leider so in anderen Tageszeitungen nicht mehr geboten wird. Es mag daran liegen, dass der Herausgeber ja nicht aus dem Verlegermilieu kommt, sondern er mit seiner Frau die Zeitung vor einigen Jahren gekauft hat und seitdem dort ein journalistischer Geist herrscht, der nicht von den Interessen der großen Konzerne geleitet wird. Dazu muss man wissen, dass natürlich unser Medienmarkt, unsere Medienvielfalt von 5 bis 6 großen Konzernen dominiert wird, von Funke bis Springer, Bertelsmann etc. Und dass auch die Zeitungsvielfalt, man merkt es ja bei den Regionalzeitungen, die früher durchaus in der Republik bei uns eine gewisse Qualität hatten, ja sehr vereinheitlicht worden sind. Der Mantel, der Politikteil, Phänomene wie RDN, Redaktionsnetzwerk Deutschland etc. führen zu einer Vereinheitlichung und Verflachung der Debatte und natürlich auch zu einer Manipulation. Dann machen wir uns jetzt vor, hinter den großen ökonomischen Potenzen stecken auch politische Interessen. Und das ist in den letzten Jahren, die Tendenz, die es vorher schon gab, hat sich verständigt. Und deshalb ist die Berliner Zeitung natürlich für viele Leute, die auf sie stoßen und aufmerksam werden, ein geradezu erfrischendes Erlebnis. Weil sie finden dort was lange Zeit verloren gegangen ist, dass man in Form einer Tageszeitung, die als Druck, als Print erscheint, als auch online eine lebhafte Debattenkultur findet. Ich lese auch Beiträge, die mir gar nicht gefallen dort. Und das ist ein Zeichen, dass sie gut ist, weil ich auch dann andere Sachen lesen muss, nicht wahr? Und dass sie auch eine Debattenkultur und dass sie wirklich bemüht sind, auch wieder, ich finde vor allem diesen Geopolitik-Teil ganz interessant. Und das liegt auch an den Journalistinnen und Journalisten, die sie dort eingestellt haben, natürlich auch. Eine sehr bunte Mischung, aber Leute, die versuchen, ihren Job ernst zu nehmen. Nämlich nicht zu belehren, sondern Informationen zu liefern erstmal.
So in Kürze ist meine Meinung, aber das sind so die Rahmenbedingungen. Nicht umsonst wird der Herausgeber auch oft angegriffen. Sie haben vielleicht die Debatte verfolgt. Hinzu kommt, dass die Berliner Zeitung ihre Auflage stabilisiert, im Gegensatz zu vielen anderen Tageszeitungen. Das macht auch nicht nur Freude bei anderen Kolleginnen und Kollegen. Ne? Neid ist ja eine menschliche Eigenschaft. Gibt es noch Fragen, Anregungen oder Kritiken? Ja, dann ich, wenn jetzt gerade keiner was fragen möchte. Zurück zu der Rolle der sogenannten Alternativmedien oder wie sie sich nennen, Nachdenkseiten. Für mich ist das eine wichtige Ressource nach wie vor. Auch der Linkteil, der Verweisteil auf andere Quellen, wo man sich weiter informieren kann, eigene Publikationen, Pleißweiler Gespräch und so weiter, die haben ja mittlerweile, und dann die Gesprächskreise überall in der Republik scheint auch zu wachsen, also durchaus ein Erfolgsmodell. Und die Nachdenkseiten sind ein gewisses Flaggschiff, aber es gibt ja auch andere Ressourcen, also auf die man zurückgreifen kann. Ich würde deren Rolle jetzt auch nicht unterschätzen. Also sozusagen, nein, tue ich auch nicht. Also die Reichweite kommt natürlich mit ARD, ZDF oder Öffentlich-Rechtlichen so noch nicht mit, aber wer weiß, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Also die Hegemonie der sogenannten, nennen wir es in Deutschland, GEZ-Medien, der etablierten Medien, ist natürlich da, aber sie ist angeknackst. Das merkt man ja auch an der Empfindlichkeit und Sensibilität, mit der man auf diese sogenannten Alternativmedien reagiert. Ich betone aber nochmal, also das ist natürlich ein Oberbegriff Alternativmedien, hinter denen sich alles Mögliche verbirgt. Ich sage das deshalb, weil man auch da viel Mist finden kann. Aber das ist ja bei allen Sachen so, auch bei den etablierten Medien. Nur man darf auch nicht das emporheben. Zu den Nachdenkseiten, ja, das finde ich eine ganz tolle Sache, weil das auch eine enorme Fleißarbeit ist, so ein Medium zu installieren, das so vielschichtig aufgebaut ist und doch so viele redaktionelle Qualitätsmerkmale vorweist und versucht auch vielschichtig zu informieren. Also ich kann die Nachdenkseiten bestens empfehlen. Ich schreibe auch für die neuerdings und da lasse ich mir von niemandem sagen, dass das vielleicht umstritten ist oder ähnliches, weil witzigerweise die Nachdenkseiten, wenn man sich anguckt, wer der Herausgeber ist, nicht wahr? Und wer diese Nachdenkseiten kritisiert, nämlich das Zentrum, das sogenannte Zentrum für liberale Moderne, was weder liberal noch modern ist, sondern von Herrn Füchs und Frau Marianne Bertler geleitet wird, die in den 70er Jahren noch große Anhänger von Enver Hoxha waren. Aber das will ich Ihnen nicht vorwerfen, was Sie in den 70er waren. Nur, ich finde es sehr interessant, wie denn der gleiche missionarische Geist wie damals, haben Sie heute jetzt den Anspruch, die liberale Moderne zu verkörpern. Und da gibt es ja auch die Gegneranalyse. Ne? Also, ja, dann sollen Sie doch analysieren bis zum Umfallen. Ich kenne auch einige Leute, die bei denen tätig sind. Da kann ich Ihnen auch was erzählen zu deren Herkunft und Vorgehensweise. Aber egal. Die sollen sich mal selbst analysieren, da haben sie genug mit zu tun, aber eine andere Geschichte. Nein, sie lassen sich gar nicht, wir leben in so einem schwatzhaften Zeitalter, wo alles bewertet wird. Ich meine, wenn ich irgendwo essen gehe, entscheide ich selbst, ob mir das schmeckt oder nicht. Und wenn es mir nicht schmeckt, gehe ich nicht wieder hin, als Beispiel. Wenn ich ein Buch lese, sage ich, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und wenn ich auf ein Medium stoße, entscheide ich das auch. Und das sollten wir auch weiterhin so tun. Also wir haben doch genug sind doch selbstbewusst genug, dass wir selbst entscheiden können, das gefällt mir, da beziehe ich was draus und so weiter. Und wenn der Vorwurf ist, dass man zum Ukraine-Krieg eine andere Position hat und das ist schon umstritten, dann stimmt bei den Leuten was nicht, die das in die Welt setzen, diese Thesen, aber nicht bei denen, die andere Meinung vertreten, meiner Meinung nach. Ich habe noch einen Punkt. Gerne. Es geht ja viel um Migrationspolitik und so weiter. Und ein zentraler Punkt ist, wir müssen in den Herkunftsländern was tun, um die Leute bei sich zu Hause zu lassen und dort glücklich werden zu lassen. Kann das sein, dass man da in die Richtung gehen kann? Oder ist das nur so eine Floskel? Das ist sowohl eine Floskel, die aber auch Elemente von Wirklichkeit enthält. Wissen Sie, die Menschen sind immer schon gewandert, seit die Menschheit existiert. Die Geschichte der Menschheit ist eine Wanderungsgeschichte. Und das wird auch nicht stoppen, schon gar nicht in der Zeit, wo man per Mausklick von hier nach da geht. Ich hatte in Äthiopien mal ein Gespräch mit einigen jungen Männern, die sagten mir dann ernsthaft, sie wissen, wie wir leben in Europa, denn sie haben Internet. Also sie glaubten, was sie im Internet sehen, ist natürlich die Realität.
Und diese Verbreitung der Bilder, Modelle des Konsums verbreiten sich wesentlich schneller als Modelle der Arbeit. Das muss man begreifen. Übrigens nicht nur in den Hochland von Äthiopien, sondern auch in den Schulhöfen etc., wo der Berufswunsch Influencer ganz hoch im Kurs steht, aber dann demnächst wieder eine Mangelliste von Berufen, die uns fehlen, aufgelistet wird, nicht wahr? Aber also Modelle, das merken Sie sich, Modelle des Konsums verbreiten sich schneller als Modelle der Arbeit. Und das ist eine zu beobachtende Tendenz. Also Migration, das heißt, das Wandern von Menschen ist ja ein sehr vielschichtiges Phänomen. Deshalb ist es natürlich richtig, wenn wir von den Kriegsflüchtlingen sprechen, dass wenn man natürlich sagt, ja, die These gibt es ja bei manchen Leuten, offene Grenzen für alle, und andere wiederum, nein, wir müssen alles zuschnüren, dazwischen ist ja auch wieder schwarz und weiß und eine gewaltige Grauzone, die man Realität nennt. Natürlich, wenn man gleichzeitig sich als Waffendealer aufspielt, als Politiker von Parteien, die vor 3 Jahren noch das Plakat hatten, keine Waffen in Kriegsgebieten, und ständig plädiert, und nicht nur die wohlgemerkt, das muss man auch dazu sagen, aber die hatten das Plakat, also wohlgemerkt, dann ist natürlich klar, das ist auch eine alte Regel, wenn man ein Streichholz in ein Benzinfass hält, explodiert das, nicht wahr? Kann man ja mal versuchen, manche Leute bestreiten das. Aber wenn man natürlich Waffen in Kriegsgebiete liefert, geht der Krieg weiter und die Fluchtursachen verstärken sich, logischerweise. Und wenn man versucht zu sagen, wir müssen vielleicht darüber nachdenken, wie wir den Krieg durch alte Verhandlungstaktiken, die man jahrtausende lang Diplomatie zu nennen pflegte und bis vor kurzem noch hoch im Kurs standen, aber inzwischen ja schon auch umstritten sind, dann ist natürlich die Realität die, dass man mehr Fluchtursachen schafft und die Flüchtlingsströme geradezu produziert. Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, das habe ich versucht mit diesem Begriff, wo wird unsere Freiheit 2002 verteidigt? Am Hindukusch. Und wo kommen heute sehr viele Flüchtlinge her? Eben aus diesem Land, wo angeblich heute Leuchttürme der Demokratie existieren sollen. Also eine völlige fahrlässige Diskussion. Und deshalb sollte man Kriegsursachen so möglich klein halten. Und das ist natürlich, Krieg ist eine große Quelle in Migration, wahrlich nicht die einzige. Und es wird immer Gründe geben, dass Menschen wandern, ob ein Rentner aus Wattenscheid nach Mallorca wandert, um den Lebensabend dort zu genießen und auch kein Wort Katalan oder Spanisch lernt, was er hier von Migranten immer einfordert, sondern in seiner Blase leben bleibt. Oder ob man jetzt wandert, weil die polnische Raumfliegerin einfach auf deutscher Seite immer noch mehr verdient, genau wie die ukrainische Raumfliegerin auf polnischer Seite. So, das ist ja auch dieses Phänomen, dass sie ich kenne zum Beispiel polnische Raumfliegerinnen in Berlin, die putzen in Berlin, damit ihre Mutter sich eine ukrainische Fliegerin leisten kann. Das ist also auch die Absurdität des Zeitalters so ein bisschen natürlich. Und da wird es immer Gründe geben, und zu wandern. Also diese Illusion, dass irgendwann es zum Stillstand kommt, die ist illusorisch und wird nicht funktionieren. Auch vorher schon sind geschlossene Grenzen und Mauern nicht für alle Ewigkeit gehalten. Aber man muss ja darauf hinweisen, dass Migration im großen Stil, Massenmigration, natürlich nicht sich vollzieht wie ein stilles, leises, sonst. Das ist ein gewaltiges gesellschaftliches Phänomen. Und natürlich verursacht das auch Spannungen und verursacht das Veränderungen. Die damalige Sozialsenatorin von Berlin, Katja Kipping, die Linke, hatte dann stolz gesagt, dass jetzt 600.000 oder 300.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Berlin ansässig geworden sind. Herzlich willkommen, aber natürlich fragt man sich, es wurden ja nicht 300.000 neue Wohnungen gebaut in der Zeit, sondern die benutzen ja den Wohnraum, der da ist. Ein Beispiel, wenn man einen gewissen Wohnraum hat und eine hohe Zahl von Neuankömmlingen kommt, ist doch klar, da muss man nun kein Experte sein, dass die Wohnraum brauchen und dass der knapp wird. Wenn ich eine Party mache und sie alle einlade und ihnen sage, bringen Sie alle Ihre Freunde und Verwandten mit, werden wir alle weniger vom Buffet haben, logischerweise. Weil alle was davon haben wollen, ein Stück vom Kuchen. Und das ist ja nun ein Naturgesetz, das meine ich mit gesundem Menschenverstand. Jetzt, wie geht man damit um? Ja, man geht damit um, dass man in erster Linie versucht, eine Welt des Ausgleichs zu schaffen, in der die Regionen auch beteiligen können, die benachteiligt sind. Wobei, wissen Sie, inzwischen sind wir bei uns dabei, selbst unsere eigenen Vorteile abzubauen. Das ist ja das Seltsame. Wir benehmen uns ja wie eine exzentrische Person, die ihr erbtes Erbe auf der Straße verteilt,
sich in die Kniescheibe schießt und tut, als ob sie hupfen könnte und gleichzeitig sagt, ich verkörper die Moral, so ungefähr. Ne? Das ist ja irgendwie das Seltsame dabei. Es muss ja nicht immer so bleiben, nicht wahr? Also ich kann nur sagen, dass die ökonomische und Wachstumsrate und Dynamik nicht mehr bei uns liegt. Das merken Sie, wenn Sie gerade, ich betone immer wieder Asien, in all seiner Vielschichtigkeit, gerade Zentralasien, eine Region, die meisten bei uns gar nicht auf dem Zettel haben, die Region um das Kaspische Meer herum, die wieder ein Zentrum und eine Kraftquelle der Welt wird, auch dank unserer Sanktionspolitik gegenüber Russland übrigens. Und wenn Sie nach Malaysia heute fliegen, das sind ja Erfolgsgeschichten, wenn Sie diese Länder in früheren Zeiten mal bereist haben und in kurzer Zeit Veränderungen sehen, die so greifbar sind, und dann kommen Sie hier zurück und sehen genau das Gegenteil. Dann sieht man, wo die Dynamik ist, des ökonomischen Wachstums. Und die ist längst nicht mehr auf unserer Seite. Auch nicht auf der amerikanischen, wohlgemerkt. Zu diesem, zum Thema Migration nochmal. Es gibt in Paderborn auch viele Russlanddeutsche. Inzwischen ja in zweiter oder dritter Generation. Ich weiß nicht mehr, glaube ich, Kohl holte die ersten hier massenhaft hin. Und es gibt inzwischen einen Trend zurück. Also es gibt viele Russlanddeutsche, die wieder übersiedeln nach Russland. Weil da ist Wachstum, da ist Perspektive für die Kinder, da gibt es Jobs, da gibt es günstige, also kostenlose Bildung, Unis etc. Und das ist eine Community, die wählt hier AfD natürlich, schwerpunktmäßig. Aber es tun sich da also merkwürdige Sachen, dass die wieder zwischen den Welten wandern. Naja, also man muss dazu eins sagen, die Strahlkraft des Westens, diese enorme Verführungskraft, die nach 1990 auch, nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten, sich entfalten konnte, auch die Entfaltung der Märkte, die jetzt neue Absatzmärkte überschwemmen konnten, flankiert von billigem Personal, das sie für ihre Sachen, war eine kurze Phase des Glücks für das westliche Kapital. Und die Forderung der Globalisierung war ja in Wirklichkeit eine Amerikanisierung der Welt. Global hört sich besser an. Eine Amerikanisierung, die Sie im Alltag auch bei uns feststellen können, Ihnen oftmals gar nicht mehr so auffällt, weil sie schon ein Teil Ihrer Alltagskultur geworden ist. Zum Beispiel, wenn man morgens beim Bäcker Kaffee to go mitnehmen kann. Also ich finde es immer witzig, Kaffee to go oder Coffee to go, Kaffee zu mitnehmen, das verwechselt sich ja so. Aber das ist nur ein harmloses Beispiel. Ich habe auch wahrlich nichts gegen die englische Sprache und auch nichts gegen Amerikaner, ganz im Gegenteil. Ich muss es immer wieder betonen, ne? Im Gegenteil. Bloß, ich finde das teilweise so interessant, dass dann so das alles übernommen wird. Das nennt sich Globalisierung. Dabei hat es mit global gar nichts zu tun, sondern mit Amerikanisierung. Und es gab einen schlauen Mann in den USA, der mal gesagt hat, die Globalisierung war eine Methode der Amerikaner, in die Welt identifizierbar zu machen. Und natürlich kann man als English Native Speaker, als Amerikaner heute leicht durch die Welt reisen, weil überall gibt es Starbucks und Gap Year, man weiß, was dies und das ist. Und das Internet ist ja auch englisch dominiert, nicht wahr? Also ist es leichter geworden, die Welt zu identifizieren. Und das hat sich aber dann, das Drehbuch hat sich geändert. Denn keiner hatte vorausgesehen, dass dieses Phänomen, was Deng Xiaoping, der damalige chinesische Parteichef, wahrlich mit Sicherheit eines der gewichtigsten politischen Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts, auch weil er völlig im Schatten von anderen Leuten steht, Deng Xiaoping, der sagte, mir ist egal, ob die Katze gelb oder schwarz ist, Hauptsache, sie fängt Mäuse. Und damit natürlich auch das, meiner Meinung nach, andere mögen es anders sehen, die marxistischen Klassiker richtig verstanden hatte, nämlich, dass erst auf der hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft der Sozialismus entstehen kann und er die schöpferische Kraft der Chinesen entfaltete, innerhalb von 30 Jahren von einem Entwicklungsland zu einem Land hochkatapultiert wurde, das nicht umsonst von den USA gefürchtet wird, den Platz der ersten Reihe einzunehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist ja ein Prozess, dem andere Länder auch folgen, aber in der Größe Chinas und dessen Gewicht ist es das eingetroffen, was Napoleon schon vor 250 Jahren sagte, wenn der chinesische Drache erwacht, wird die Welt erzittern. Und bisher hat er sich nur einmal im Schlaf gedreht, möchte ich behaupten, nicht wahr? Das ist also eine ganz spannende Entwicklung. Und man sieht ja auch, dass die USA und wir im Schlepptau jetzt versuchen,
diesen Prozess zu stoppen, zum Eindämmen zu bringen. Frau Baerbock war neulich auf den Fidschi-Inseln unterwegs, um dort den chinesischen Einfluss zurückzudrängen. Was haben wir doch für eine aufopfernde Außenministerin, das muss man auch dazu sagen. Und ob es mit Erfolg gekrönt war, weiß man nicht, aber sie war auf jeden Fall dort. Die Maschine hat sie hingebracht, das war nicht immer der Fall. Manchmal wird die Maschine ja auch in Katar stecken, sozusagen. Nein, aber das sind auch so die Absurditäten des Zeitalters natürlich. Ne? Man muss auch wissen, die Gewichtung der Welt verstehen. Und da hat man manchmal, glaube ich, so ein bisschen den Eindruck, wenn man im Gespräch in Berlin mit Politikerinnen und Politikern ist, auch mit denen in hoher Verantwortung, dass man doch sich wundert, wie, ich sage es mal höflich, wie wenig die wissen von ihrem Fachgebiet auch. Das ist auch ein Phänomen. Was sagten Sie? Sie merken es vielleicht schon, aber selbst Menschen sind ja natürlich auch sensibel, und selbst wenn sie es gemerkt haben, bei Frau Baerbock merkt man schon, dass sie verunsichert spricht, weil sie weiß, dass natürlich dann Videos zusammengeschnitten werden mit ihren Sprachfehlern und dass sie sich Mühe gibt, das merkt man schon, die Gestik, die Mimik, es gelingt ihr nicht richtig, wobei ihre Sprachdefizite sind das kleinste Problem eigentlich bei ihr, aber viel schlimmer ist, dass sie wirklich wenig von der Materie versteht, die sie vertritt. Politik, Geopolitik, Diplomatie, null, nada, niente, nichts. Und auch von der Welt eigentlich recht wenig. Und ich meine bewusst, wenn man Außenminister der Bundesrepublik ist, müsste man schon ungefähr wissen, wie groß manche Länder sind, Russland ruinieren, dass Russland eine 5000 Kilometer lange Grenze zu China hat. Hätte sie ja mal vorher auf die Karte gucken können, auch beim Trampolinspringen, also das Beispiel, so kann man immer wieder mal sowas sehen. Und das ist halt so ein Punkt, aber nicht nur, ich war gar nicht auf Frau Baerbock, da gibt es auch ganz andere. Nicht, dass man mir unterstellt, ich sei frauenfeindlich. Also, das habe ich schon gehört. Ich hatte meinen offenen Brief an Frau Baerbock geschrieben für eine Tageszeitung und dann hieß das frauenfeindlich. Die gleichen Leute, die Alice Weidel und Sarah Wagenknecht ständig kritisieren, das ist nicht frauenfeindlich dann. Ne? Also, das ist doch Schwachsinn. Das ist alles eine schwachsinnige Debatte, finde ich. Ja, also. So, wollen wir jetzt noch mal so wenige Wortmeldungen? Ich glaube, dann haben wir auch eine gewisse Zeit erreicht. Ja, mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, den ich so in meinem diese Tendenz, die ich in meinem Bekanntenkreis immer mehr entdecke, ist, dass die sagen, also wenn es hier in Deutschland noch schlimmer wird, dann wandere ich aus. Also ich kenne also 5 Leute, die das auch mittlerweile schon praktizieren, und ich frage mich dann immer, ist das wirklich die Lösung? Weil wenn ich mir überlege, wo würde ich denn hinwandern, auswandern, ich wüsste es im Moment überhaupt nicht. Wo ist es besser oder anders? Oder vor allem, man nimmt sich selbst ja immer mit, ne? Ja, eben. Das ist ja auch eine Tendenz, die ich, habe vor Jahren auf den Philippinen, da gibt es eine wunderschöne Insel, die heißt Boracay, das heißt, sie war mal wunderschön, bevor sie der Massentourismus küsste. Aber da habe ich eine Eisdiele gesucht und ich fand sie, und ein Deutscher betrieb die. Und der Deutsche, während er uns das Eis servierte, meckerte, ich könnte nie wieder in Deutschland leben, ich arbeite auf dem Bau, um ein bisschen Geld zu verdienen. Er lebte mit seiner philippinischen Frau dort. Aber dann wenig später fing er an, über die Filipinos herzuziehen. Wie faul und träge, und mit den Fischern kann man nur über den Fisch reden und nichts anderes und dies und das. Und da merkte man eigentlich, der Mann hatte diesen Wunsch sich erfüllt, aus dem wir alle vielleicht haben oder viele von uns an nebligen Novemberabenden, wenn man aus dem Fenster schaut, so sehnt man sich vielleicht nach der tropischen Sonne Südostasiens und ein Sonnenuntergang, alles schön, aber man nimmt sich selbst immer mit. Jetzt diese Tendenzen von Leuten, wenn es hier kracht, dann ziehe ich aber nach Spanien. Also wenn es einen Krieg mit Russland gibt, dann nützt der Spanienumzug auch nicht so viel. Also das ist ja nicht so, dass der Punkt, manche Leute wollen wegen dem Rechtsruck weg, ja, da sage ich, wo willst du hin, nach Italien zu Meloni, nach Frankreich zu Le Pen, nach Amerika zu Trump. Also das ist ja auch so, der Rechtsruck ist ja kein deutsches Phänomen. Und insofern ist so ein Umzug dann auch nur so eine bedingte Sache. Also jeder soll umziehen, wie er möchte. Aber das mit dem Auswandern habe ich schon zu oft erlebt, dass Leute dann glaubten, weil sie ein Land von der Urlaubsreise kennen, das ist dann immer so eine Sache. Ja. Und ne? Das ist also in diesem Fall war es Montenegro und Ungarn. Oh, ja gut, also das sind ja meistens, Ungarn hat ja auch natürlich eine Anziehungskraft bei Leuten aus einem gewissen politischen Spektrum oftmals. Das ist auch, soll jeder machen, wie er will. Mein Traumziel ist Ungarn bestimmt nicht, aber nichts gegen Ungarn. Aber,
ich lebe mit einer Ungarin zusammen, nur wohlgemerkt, aber gerade deshalb sage ich das auch. Und bei aller Sympathie für die Ungarn und der Gastfreundschaft, aber in Ungarn leben möchte ich sicherlich nicht. Und Montenegro, naja, also das ist auch ein schönes Land, die Bucht von Kontur, wenn man hinfährt, und die südslawische Gastfreundschaft. Aber wenn Sie mal länger leben dort und eine Steuererklärung abgeben oder versuchen, ein Geschäft aufzumachen, werden Sie auch merken, dass hierzulande nicht alles so schlecht ist. Ne? Oder beim Arzt plötzlich 200, 300 Euro hinlegen müssen für eine kleine Nebensächlichkeit. Also wir müssen auch bei uns ja nicht alles schlecht machen. Die Tatsache, dass so viele Menschen zu uns kommen, hat natürlich auch Gründe, die weit über das Bürgergeld hinausgehen, wie es immer dargestellt wird. Natürlich sind bei uns auch viele Sachen, die wir gar nicht als so... Die Tatsache, dass wenn Sie gleich nach Hause gehen oder fahren oder was auch immer, dann davon ausgehen können, dass Sie dort ankommen. Ich kann Ihnen sagen, dass es viele Länder auf der Welt gibt. In El Salvador, wenn Sie da abends nach Ausbruch der Dunkelheit aus der Stadt gehen, ist das nicht so sicher, statistisch zumindest, und auch der Realität betreffend. Und da gibt es noch andere Beispiele. Also das ist ja auch, dass es immer noch relativ sicher bei uns ist. Dass eine gewisse Rechtssicherheit noch herrscht. Manche Leute behaupten, die ist nicht mehr so, kann alles sein, aber sie herrscht noch. Dass sie Bildung immer noch recht günstig bekommen können, wenn sie es wirklich wollen. Sie können immer noch von der Hauptschule zum Abi über verschiedene Schulwege, sie können auch relativ günstig noch studieren. Das ist auch ein Phänomen, was sie nicht in so vielen Ländern haben. Und sie bekommen eine Krankenversicherung, auch wenn sie arbeitslos sind. Das ist eine Utopie für Amerikaner, die gar nicht glauben können, wenn sie das erzählen. Also auch mal ein bisschen was Positives. Nicht, dass mir nur nachgesagt wird, ich mache alles negativ. Aber gerade wenn man das, die Fragilität des Ganzen ist natürlich da. Und bei der jetzigen Politik ist es natürlich so, was ich vorhin gesagt habe, es ist wie ein Erbe, der sein Erbe innerhalb von einer Woche verschleudert, aber behauptet, er kann die ganze Welt mit seinem Erbe beglücken. Das ist nicht der Fall. Und wir leben schon sehr von der Substanz, und ich denke schon, dass die gesamte westliche Welt sich im besten Fall in Phase einer Stagnation befindet. Das merken Sie ökonomisch, aber auch kulturell. Die Zeit der ganz großen Bücher, der ganz tollen Filme, auch in Hollywood, ist nicht mehr ganz so. Ist natürlich Geschmackssache, ne? Aber was heute so gebildet wird. Gehen Sie mal heute eine große Buchhandlung. Ich war gestern in Dußmann in Berlin. Kennen Sie in Dußmann in Berlin in der Friedrichstraße das Kulturkaufhaus? Ganz toll, 4 Etagen, können Sie alles, Belletristik. Ja. Aber inzwischen ist eine ganze Etage für diese komischen, na, wie heißt das, die asiatischen Videospiele da reserviert. Also, weil das inzwischen das Geld bringt, ne? Und da wurden dann andere Bereiche aussortiert. Nein, also... hier vorne liegen auch noch... Ja, genau. Da können Sie Ihren Bildungsstand, nein, Spaß beiseite. Aber das ist halt so ein bisschen auch, dass natürlich die Menschen heutzutage nicht mehr ganz so wissbegierig scheinen, weil sie glauben, alles zu wissen. Und das ist eine Tendenz, die nicht so gut ist. Das Wissen erweitert man eigentlich, wenn man davon ausgeht, ich weiß, dass ich nichts weiß, dieser berühmte Spruch. Und man darf nie glauben, dass man schon alles begriffen hat. Das macht sie auch nicht immer glücklicher, aber sie haben zumindest den nüchternen, scharfen Blick auf die Gesellschaft. Das ist auch schon mal was, ne? Als Beispiel. Ja, ich würde sagen, wenn jetzt keine ganz dringenden Anliegen, Fragen, doch noch. Übrigens, ich kann Ihnen gerne auch meine Karte geben. Wir können auch gerne im Kontakt bleiben, wenn Sie es möchten, per E-Mail oder telefonisch. Das sage ich bewusst, aber natürlich müssen Sie auch berücksichtigen, dass ich berufstätig bin und jeden Tag, das habe ich auch schon erlebt, dass Leute denken, ich habe jeden Tag 2 Stunden Zeit, so ist es auch nicht. Aber wenn Sie das Gespräch weiter fortführen möchten mit mir und jetzt vielleicht nicht in diesem Rahmen, kann ich Ihnen gerne meine Karte geben und wir können uns von Zeit zu Zeit mal austauschen zum Beispiel. Nur so ein Angebot, das ist also, ich bin kein Handelsvertreter, keine Sorge, Sie bekommen keine... letzte Frage, würden Sie Ihr Buch auch signieren? Natürlich, das ist ja die leichteste Übung überhaupt. Das war doch eine der entscheidenden Fragen jetzt. Ja. Aber wenn das die großen Hürden des Lebens sind. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das Kommen und für die Bereitschaft auch da, zu dieser angeregten Diskussion profund. Ich habe wieder unglaublich viel gelernt, muss ich sagen. Und das setzt sich auch noch immer weiter fort. Ja, da würde ich sagen, also es besteht die Gelegenheit, das Buch käuflich zu erwerben, aus dem heute gelesen wurde. 18 Euro, das ist der Ladenpreis, den wir auch hier verlangen müssen. Das ist, das ist die Buchpreisbindung. Aber mit einer Signatur versehen und der Möglichkeit, wahrscheinlich auch noch 2, 3 Sätze zu wechseln. Also das hat man ja sonst auch nicht.
Ja, dann danke ich euch ganz herzlich fürs Kommen. Ich danke auch. Vielen Dank. Ja.